Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Pokémon Challenge Runs und zwar dieses Mal zu einem ganz besonderen, denn es geht heute zum ersten Mal um die neunte Generation, denn ich spiele heute Karmesin durch, nur mit einem Quacks. Also mit dem Wasserstarter der neunten Generation in der Basisform und was das Pokémon so drauf hat und wie man gerne neuen Challenge runnt, das werde ich jetzt alles erklären. Quacks ist ein reines Wasser-Pokémon in der Basisform mit einer Basiswertsumme von 310. Und es ist wirklich mixed aufgestellt. Es hat keinen Wert, der krass raussticht, aber es hat immerhin 65 physische Attack und 50 spezielle Attack. Und es lernt sehr, sehr schnell die Attacke Kraftschub auf einem sehr kleinen Level, um auf beiden Seiten offensiv so ein bisschen sweepen zu können. Es hat aber nicht unbedingt die Bulk-Werte, um den Sweep richtig rauszubekommen. Und das macht diesen Run hier relativ schwierig. Als reines Wasser-Pokémon hat es aber auch nur zwei Schwächen gegen Pflanze und Elektro, was nicht sonderlich viel ist. Und es hat immerhin 4 Resistenzen gegen Feuer, Wasser, Eis und Stahl. Was mich hier aber besonders gestört hat, ist, dass Quacks einfach keine Eisattacken lernen kann. Und das ist äußerst ungewöhnlich für Wasser-Pokémon und vor allem auch für Wasserstarter. Und das ist Coverage, die mir einige Male fehlen wird. Immerhin hat aber Quacks zumindest die Fähigkeit Sturzbach, die Wasserattacken verstärken kann, wenn es fast besiegt ist. Und das ist wirklich praktisch. Ihr wisst aber Bescheid, Freunde, das sind meine Regeln für meine One-Pokémon-Runs. Wenn ihr meine Runs schon mal geschaut haben solltet, dann werdet ihr die Regeln vermutlich schon kennen, aber für neue Zuschauer blende ich sie trotzdem nochmal ein. Und ich sag schon mal direkt dazu, Terrakristallisierung ist bei dem Run hier definitiv erlaubt, einfach deswegen, weil es die Mechanik der Generation ist und ich möchte die auch nutzen für meine Challenge-Runs. Ja, allerdings konnte ich hier noch nicht meinen Terrakristallisierungstyp ändern, weil das verdammt teuer ist und deswegen habe ich das für diesen Run hier verboten. Wie wir das allerdings in Zukunft handeln werden bei One Pokémon Runs, das können wir gerne in den Kommentaren diskutieren, aber dazu später nochmal mehr. Aber hey, ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit dem heutigen Run und bedenkt bitte, als ich das Ganze hier gespielt habe, war der ganze Run blind und ich musste mein Bestes geben, das Maximale aus den Pokémon rauszuholen, während ich die Welt aber gleichzeitig zum ersten Mal erkundet habe. Ich würde aber sagen, es ist mir sehr gut gelungen und ich habe mein Bestes gegeben, auch heute nur dann zu leveln, wenn es auch notwendig war. Und wir starten natürlich auch dieses Mal mit, da war meine Starter-Pokémon und ich habe mich dieses Mal dazu entschieden hier, naja, der Rivalin den Feuerstarter zu geben, weil ich keine Wahl hatte. Leider hat in Generation 9 die Rivalin den schlechten Starter gegen einen, man muss aber dazu sagen, es gibt später im Spiel noch einen Boss, der den Pflanzenstarter haben wird, wenn ich den Wasserstarter picke und der wird auch ziemlich mächtig sein. Also seid jetzt nicht zu traurig, diese Wahl hier wird auch negative Folgen haben. Die Frage ist jetzt nur, ob ich später, wenn ich bei den Starter verändern kann durch Programme, eher der Rivalin den guten Starter geben soll, aber das ist auch eine Sache, die dürft ihr gerne mitentscheiden. Auf jeden Fall habe ich aber mein Pokémon dieses Mal Keros genannt nach einem Zuschauer und ihr wisst Bescheid, Freunde, wenn ihr auch mal wollt, dass ich halt ein Pokémon nach euch benenne, dann schreibt das sehr gerne unter den obersten angepinnten Kommentar, weil da könnt ihr euch dafür bewerben und das finde ich immer sehr cool. Dadurch, dass ich aber natürlich Nemila den Feuerstarter geben musste, war der erste Kampf jetzt nicht wirklich schwierig. Ich meine, sie hat jetzt Krokel und ich kann das sofort sehr effektiv angreifen, weil man hier direkt mit Wasser-Coverage startet. Man hat nämlich sofort auf Level 5 die Attacken Klaps, Heuler und Aquaknarre. Und damit konnte ich Krokel hier einfach so two-shotten und der erste Kampf war komplett geschenkt. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn das so ist, aber gut, so sind Intros bei Pokémon heutzutage. Ich fürchte, damit müssen wir so ein bisschen leben. Was aber dann danach passiert ist, hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht. Und zwar habe ich da mein Reittier bekommen, also das Cavaligi, mit dem man sich auf der Overworld fortbewegen kann. Und ich musste dann erstmal gegen Pepper kämpfen, den ich hier kennengelernt habe. Und das ist halt ein weiterer Hauptcharakter, gegen den man auch einen kleinen Kampf führt. Besonders cool war allerdings der nächste Kampf gegen Nemila. Denn kurz bevor man zur Stadt mit der Orangenakademie kann, also zur Schule, auf die man eigentlich gehen soll, muss man nochmal gegen Nemila kämpfen. Und dort packt sie was aus, was ich überhaupt nicht kommen gesehen habe. Und es hat mich sehr gefreut. Ich meine, natürlich hatte sie wieder ihren Feuerstarter und ich konnte auch hier wieder Krokel einfach so two-shotten über Aquaknarre, ohne irgendwelche Schwierigkeiten. Mir ist aber da schon aufgefallen, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass sie zwei Pokémon spielt und mit ihrem Starter leadet. Aber als ich Krokel down hatte, hat sie einfach ein Pamo eingewechselt, also ein Elektro-Pokémon, was hier bereits Terra kristallisieren konnte, um einen Doppelstep auf Elektroangriffe zu gewinnen, wie beispielsweise Donnerschock. Und das Teil hat mich komplett zerstört. Es hat mich nicht nur outspeeden können, es hätte mich auch fast gekillt mit einem weiteren Hit. Und ich bin dann auf einem KP gelandet und konnte selbst mit Sturzbach gar nicht mal so viel Schaden raushauen.
Und deswegen habe ich hier einfach eiskalt verloren und musste hier bereits das erste Mal leveln. Und das fand ich eigentlich eine recht coole Stelle. Denn gegen Doppelstep-Elektroangriffe kann Quax einfach nicht so viel machen. Und ich war dann tatsächlich auch darauf angewiesen, bis hochzugehen auf Level 11 und Kraftschub zu spammen. Und das ist eine Boost-Attacke, die Quax hier sehr früh lernt, die beide Angriffswerte um eine Stufe anhebt. Wir können also wie gesagt Quax im Laufe des Runs ziemlich mixed spielen und es hat auch mittlerweile die Attacke Flügelschlag gelernt, obwohl es kein Wasserflug-Pokémon ist, also auch das wird später sehr praktische Coverage sein. Ja, und auf Level 11 konnte ich dann auch gewinnen gegen Demila, trotz ihrem Terra-Kristallisierungs-Pokémon. Ich muss aber hier noch eine Sache negativ anmerken, und zwar wird dieser Kampf hier einfach gelöscht tatsächlich, wenn man verlieren sollte und man muss dann nicht nochmal gegen sie antreten. Man darf hier also einfach down gehen und die Story geht einfach so weiter. Bei Challenge Runs juckt mich das allerdings nicht und ich werde es immer so lange probieren, bis ich tatsächlich gewinne und deswegen ist das hier eine sehr coole Stelle, bereits sehr, sehr früh im Spiel. Und das ist immer eine gute Sache. Als ich dann aber in der Hauptstadt angekommen bin, habe ich schnell erfahren, wie das Spiel hier funktioniert bzw. wie die Region aufgebaut ist und das will ich jetzt mal so ein bisschen erklären, bevor es richtig losgeht. Es gibt in Paldea, also in der Region von Gen 9, insgesamt 18 Orden zu holen, in drei verschiedenen Storypfaden. Es gibt 8 richtige Arena-Orden, so wie früher, es gibt 5 Herrscher-Pokémon, wo man gegen starke wilde Pokémon kämpfen muss, zusammen mit Pepper, dem NPC, den ich gerade schon vorgestellt hatte, und es gibt 5 Leader von Team Star, einer bösen Organisation, könnte man sagen. Und all diese ganzen Events geben halt einzelne Orden, die es zu sammeln gilt. Und bei diesen drei Storypfaden gibt es auch noch jeweils ein Finale mit weiteren Bonus-Boss-Kämpfen, unter anderem auch die Pokémon-Liga, und deswegen ist dieses Spiel hier tatsächlich recht umfangreich. Wenn ich mich also heute bei manchen Bosskämpfen ein kleines bisschen kürzer fassen sollte und nicht so viele Niederlagen durchgehe, dann liegt es einfach am Umfang des Spiels. Ich habe mich aber von der Reihenfolge her an der Levelkurve orientiert, sodass das Ganze sich recht natürlich anfühlt. Ich habe also den schwächsten Orden zuerst gemacht und den stärksten zuletzt. Ich denke, das gibt Sinn. Ich habe aber auch manchmal versucht, einige vorzuziehen, wenn die vom Matchup her einfach leichter waren. Man darf aber natürlich auch nicht so ganz vergessen, dass ich mich hier in der Open World befunden habe und deswegen konnte ich sofort die gesamte Stadt erkunden und auch praktisch die gesamte Map erkunden. Und so konnte ich beispielsweise jetzt bereits in einen Botogel-Shop gehen und mir unter anderem die Flinkklaue kaufen und auch viele andere Competitive Items. Und das finde ich sehr cool. Es gibt einiges an taktischer Tiefe dazu und viele von diesen Items hier sind für Challenge Runs wirklich sehr praktisch. Und es gibt auch bereits sehr, sehr früh extrem gute TMs zu finden, wenn man einfach die Augen offen hält. Bevor ich mich jetzt aber komplett auf die Open World gestürzt habe, um alle TMs zu holen, die so möglich sind, wollte ich zunächst mal den ersten Orden probieren und das war in diesem Fall jetzt die Käferarena. Und das Schöne ist, die erste Arenaleiterin hier hat bereits 3 Pokémon und auch ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon, die ist also gar nicht mal so schwach. Und ich bin dort angekommen auf Level 12 und ich war dementsprechend auch ein bisschen unterlevelt. Sie hat hier begonnen mit einem Mickrick, was ich ein sehr süßes Pokémon finde, allein schon wegen seinem Namen. Und das konnte ich zumindest sehr effektiv angreifen über Flügelschlag. Das Teil war aber bereits Level 14 und hat hier Käfertrutz gespammt und ich habe sehr wenig Schaden gemacht. Man merkt einfach, auch wenn ich hier physisch angreife, an den Angriffssenkungen vorbei, dass ich ohne Flugstep nicht stark genug bin, um die Pokémon hier irgendwie zu two-shotten oder so, ohne dass ich Boosts rauslege. Ja, und nachdem ich nach 3 Hits irgendwie mühsam das Mickrick besiegen konnte, ging es danach weiter mit einem Tarundel, dem ich erneut nicht allzu viel Schaden drücken konnte. Es hat mich also einfach so gefinisht und ich wusste, ich werde jetzt direkt ein weiteres Mal leveln müssen. Bevor ich das aber gemacht habe, habe ich mir jetzt mal die guten TMs geholt, die es in der Open World so gab. Und da gab es einiges zu finden. Und so war ich jetzt zum Beispiel in der Lage dazu, bereits die Attacken Surfer mir zu holen und Luftschnitt. Also eine sehr starke Wasserattacke ohne Nebeneffekte und Luftschnitt, was den Gegner stellenweise flinchen lassen kann, zu immerhin 30%. Leider war ich aber nach wie vor nicht stark genug, um die Arenaleiterin hier so zu besiegen. Selbst mit Kraftschub habe ich einfach nach wie vor nicht genug Schaden gedrückt und wenn ich halt setupen sollte, muss ich auch einiges an Schaden einplanen, den ich mir nicht wirklich leisten kann. Jetzt könnte man natürlich ganz viele Flinches bekommen, das ist aber leider ziemlich unwahrscheinlich auf Dauer und sie hat ja wie gesagt auch schon ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon, was ich so definitiv nicht hätte besiegen können. Und ich bin dann für diesen Orden hier immerhin auf Level 15 gegangen, um damit der Flinch-Strategie zu gewinnen, weil ich jetzt mehr Schaden machen konnte.
Ich habe aber dann sogar gegen Mickrick hier einen Crit bekommen und konnte somit die ersten beiden Kills sehr leicht hinbekommen, ohne Schaden zu erhalten. Ja, und das Terra-Kristallisierungs-Pokémon war dann ein Pandir. Und das fand ich eine süße Idee, denn tatsächlich wurde die Leiterin hier die ganze Zeit in der Cutscene honigsüße Käferkönigin genannt und Pandir ist halt ein Bär und der mag Honig. Ich fand die Idee auf jeden Fall ganz süß umgesetzt und es bekommt ihr dadurch einen Käfertypen mit Käfer-Step und dessen Zornklinge hat auch direkt sehr viel Schaden gemacht. Hätte ich die noch ein zweites Mal einstecken müssen, mit noch größerem Grundschaden in der nächsten Runde, wäre ich definitiv down gegangen. Aber ich hab's dann geschafft, das Ding zu two-shotten. Wer jetzt aber vielleicht gedacht hat, dass die 5 Herrscherorden genauso spannend sind wie die Hauptarenen, den muss ich leider so ein bisschen enttäuschen. Ich wollte jetzt auch den zweiten Pfad so ein bisschen anfangen, weil die Levelkurve jetzt den Gesteinsherrscher für mich vorgesehen hatte. Ich muss aber leider sagen, das war überhaupt keine Challenge. Ich meine natürlich, die Gesteinskrabbe hier hat eine Wasserschwäche. Ich war allerdings mit meinem kleinen Basis-Pokémon hier nicht mal ein bisschen überlevelt und habe das Ding trotzdem gewone-shottet, einfach so über Surfer, um es in die zweite Phase zu bringen. Das war's dann mit dem Fight auch schon und das ohne Terra-Kristallisierung und auch ohne Boost-Attacken. Ja, und wenn man den Herrscher dann zum ersten Mal besiegt hat, beziehungsweise ihn in den tiefen roten Bereich gebracht hat, dann wird er fliehen und ein Gewürz fressen, was mit der Story zusammenhängt von Pepper. Ja, und Pepper wird dann dazukommen und zusammen mit dem Spieler einen Doppelkampf führen gegen den Herrscher. Also der Kampf geht dann praktisch in die zweite Runde. Und an sich klingt das erstmal relativ cool, aber wenn man natürlich zusammen mit einem NPC gegen den Herrscher kämpft, ist der Herrscher nicht mehr so gruselig. Er hat dann zwar auch mehr Leben, keine Frage, er macht aber nicht wirklich mehr Damage und natürlich kann stellenweise die KI hier auch sehr viel Schaden machen und Hits vom Herrscher absorbieren, die man selber nicht mehr abbekommt. Und deswegen hatte ich bei den Herrschern hier nicht wirklich eine große Herausforderung die meiste Zeit über im gesamten Playthrough und ich habe den Herrscher hier sofort gefirsttried, ohne irgendwie zu boosten oder irgendetwas. Ich meine, ja, ich war natürlich im Typvorteil, aber verglichen mit den Herrschern aus Gen 7 war das hier einfach gar nichts. Danach kam aber wieder was deutlich Besseres, und zwar die zweite richtige Arena, und das war jetzt der Pflanzenorden, wo ich erstmals krass im Typ-Nachteil sein werde. Man muss natürlich dazu erwähnen, Quax hat Flug-Coverage, die wird auch hier wieder ziemlich gut kommen, aber trotzdem machen natürlich Pflanzenattacken meinem Wasserstarter sehr viel Schaden. Sein erstes Pokémon war ein Lilminip, also die Vorentwicklung von Drizella, und das Ding konnte ich leider nicht one-shotten über Luftschnitt, und es ist auch nicht geflincht. Und deswegen wurde ich hier getroffen mit Schlafpuder, eingeschläfert und da wurde ich fast gewone-shottet über Mega Drain. Das hat an die 30 Schaden gemacht. Ich bin aber dann zum Glück so früh wie möglich aufgewacht und konnte das Ding finishen und dann kam Olini rein. Und das ist ein neues Pflanzen-Pokémon, das ist dann aber geflincht und ich habe dort keinen weiteren Schaden erhalten. Wo ich aber dann natürlich down gegangen bin, ist bei seinem Terra-Kristallisierungs-Pokémon. Weil das war hier ein Mogelbaum, was er durch die Terra-Kristallisierung zu einem richtigen Baum machen konnte. Es ist ja eigentlich nur Typ Gestein. Und das fand ich hier eine weitere sehr coole Idee. Also wie man diese Terra-Kristallisierung in die Bosskämpfe eingebaut hat, das ist eine der größten Stärken des gesamten Spiels in meinen Augen. Ja, und das Ding habe ich natürlich gekillt. Ich muss aber an der Stelle festhalten, dass ich für diesen Orden hier nicht leveln musste. Ich hatte ja nach wie vor Kraftschub und ich konnte ein leichtes Setup bei Lilminip durchaus rausbekommen, wenn ich Glück hatte, wenn es nämlich beispielsweise nicht auf Sleep Powder gegangen ist. Und dann konnte ich hier Lilminip und Olini einfach one-shotten und dann war ich sogar stark genug, das Mogelbaum zu two-shotten, indem ich einfach auf einen Flinch gehofft habe, zu 30%. Wie gesagt, eine der großen Stärken von Luftschnitt und das hat hier extrem gemattert. Und dadurch, dass die Terra-Kristallisierung halt nicht so broken ist wie Dynamax, können diese Pokémon durchaus flinchen. Und das finde ich auch gut so. Dass solche Sachen bei Dynamax nämlich nicht gingen, war manchmal ein bisschen anstrengend. Damit kommen wir jetzt aber auch schon zum zweiten Herrscher. Und das ist Adebom, Herrscher des weiten Himmels. Also eine Flugherausforderung. Und dieser Storch hier ist in meinen Augen auch recht cool designt. Und da sieht man jetzt, wie stark Herrscher sind, wenn ich sie halt nur neutral angreifen kann. Und nicht einfach sehr effektiv one-shotten kann. Und ich muss hier fairerweise sagen, ich musste für diesen Kampf 2 Level hochgehen auf insgesamt Level 20. Weil irgendwie hat mich das Ding hier auf Level 18 immer two-shotten können, weil die Verteidigungswerte von Quax einfach zu niedrig waren. Nach diesen 2 mickrigen Level-Ups allerdings habe ich das Ding eiskalt two-shotten können mit Terra-Kristallisierung Wasser und hinten raus halt mit Sturzbach, als ich halt nicht mehr so viel Leben hatte. Also auch dieser Fight hier war jetzt nicht so mega schwierig.
Und wenn man hier antreten sollte, mit einem vollen Team, dann kann man praktisch nicht verlieren. Mir ist beim zweiten Herrscher aber dann noch was aufgefallen. Und zwar wird man hier, direkt nach der ersten Phase, instant in den Doppelkampf geworfen, ohne sich dazwischen heilen zu können. Und das ist bei keinem anderen Herrscher im gesamten Spiel der Fall, nicht mal später beim letzten. Das ist schon wirklich sehr merkwürdig und wirkt irgendwie fast schon ungeplant vom Spiel. Ja, und das ist auch vollkommen irrelevant, weil wenn man in der zweiten Phase down geht und dann neu lädt, muss man nur noch die zweite Phase schaffen. Man muss also nicht beides in a row hinbekommen und deswegen hatte Quax auch hier nicht wirklich Schwierigkeiten. Als ich dann volles Leben hatte, also eine clean Lebensleiste, habe ich einfach Luftschnitt gespammt, um Peppers Pokémon nicht zu belasten mit Surfer und ich habe das Ganze dann gefirst-tried. Also der zweite Herrscher hier, der war insgesamt nicht so schwierig. Ich musste nur sehr, sehr wenig leveln. Nun kommen wir jetzt aber zu einer Sache, die mich extrem häufig gefragt wurde von Zuschauern. Wie mache ich die Basen von Team Star in einem One-Pokémon-Run? Um nämlich die Team Star-Bosse herauszufordern, für die man ja auch insgesamt 5 Orden bekommt, muss man zunächst mal deren Base raiden mit insgesamt 3 Pokémon, indem man Autokämpfe führt gegen die Rüpel-Pokémon. Und man muss da 30 Kills machen in 10 Minuten. Ich kann euch allerdings beruhigen. Wenn man sich einfach 2 Opfer-Pokémon fängt auf der ersten Route und dann mit dem Challenge-Pokémon, mit dem kleinen Basis-Pokémon, was man runnt, in die Base geht und einfach nur den Autobutton-Kampf spammt, wird man praktisch nie verlieren. Und wenn man doch mal nur noch wenig Leben hat, geht man einfach zu so einem Automaten, halt sein Team voll und es ist absolut keine Schwierigkeit. Und man wird auch diese Opferbegleiter-Pokémon nie wirklich benötigen oder trainieren müssen, das ist vollkommen irrelevant, weil diese ganzen Autokämpfe absolut geschenkt sind und sich auch praktisch nur am Typing richten. Man könnte hier stellenweise mit einem Level 3 Pokémon später in der Level 40 Basis immer noch die Autokämpfe gewinnen, wenn das Typing stimmt. Ich mache wirklich keine Scherze, das ist für solche Runs hier absolut egal. Und da es dafür keine XP gibt, spielt das für meine Runs hier absolut keine Rolle. Wenn man aber dann diese wirklich schlecht gemachte Base hinter sich gebracht hat, wo man wirklich nur Button-Smashing betreiben muss, wird man immerhin belohnt mit einem sehr coolen Bosskampf. Und ich musste hier beispielsweise antreten, in der ersten Base, gegen DJ Evil. Und das ist ein Undicht-Trainer mit einem ganz besonderen Auto. Und das ist hier auch das Gimmick von den Team Star-Bossen. Und zwar laufen diese Kämpfe hier so ab, dass sie halt zunächst mal ganz normale Pokémon reinschicken, wie hier ein kleines Gladiantri, aber sobald man ihr letztes Pokémon erreicht hat, ist das ihr Auto selbst. Und das ist quasi ein aufgemotztes Knattertox, also ein bekanntes Gen 9 Pokémon, was man auch selbst in kleiner Form spielen kann. Das ist aber hier an deren Typing angepasst, hat eine besondere Fähigkeit, ein besonderes Moveset und ist ehrlich gesagt ziemlich busted. Ihr seht hier einen Try von mir auf Level 22 mit Quax, wo ich Terrakristallisierung, Kraftschub und wirklich alles rausgeholt habe. Und ich konnte dieses aufgemotzte Knattertox einfach nicht besiegen. Und das sogar, obwohl ihr Gladiantri praktisch gar keine Gegenwehr geleistet hat. Das Auto hatte einfach viel zu viel Leben. Und ich musste dann auf insgesamt Level 25 gehen, um diesen Kampf hier gewinnen zu können. Und ich habe dann Gladiantri gebondshottet, nach einem Kraftschub über Fußkick und dann hatte ich noch genug Leben für Knattertox übrig, um halt mehrfach Surfer einzusetzen. Ja, und ich hatte dann natürlich noch den Doppelstep durch die Terrakristallisierung und Sturzbach, weil ich am Ende fast besiegt war. Und so konnte ich das Auto dann besiegen. Also diese Autoboss-Fights hier können stellenweise sehr gefährlich werden und die sind auch gegen einige Sachen immun, wie beispielsweise gegen Stachelspore oder Schlafpuder. Also diese Autos haben schon einiges auf den Kasten und die könnten später zu einem Problem werden. Bevor wir jetzt aber direkt zur nächsten Arena kommen, will ich zunächst mal ein weiteres Mal über Nemila reden, denn gegen die musste ich jetzt mal wieder antreten. Man kann generell dazu sagen, dass die ganzen Rivalen-Battles in der Arena-Story sich abspielen und das finde ich auch eigentlich gut so, weil da passt Nemila am besten rein. Ja, der Kampf gegen Nemila hier ist aber eigentlich ganz gut für mich abgelaufen. Sie hat hier begonnen mit einem Wuffels, das später zu Wolverock werden wird und das wird sehr, sehr mächtig sein. Wuffel allerdings hat sich hier in Jaula verrannt und ich konnte es zuschotten über Wasserdüse. Und dann ging es weiter mit Parmo, was mich eigentlich sehr effektiv angreifen könnte. Es hat hier aber erstmal Ladevorgang eingesetzt und deswegen konnte ich das ebenfalls zuschotten, dieses Mal über Surfer und Wasserdüse. Und das ebenfalls ohne Kraftschübe und Terrakristallisierung, es lief also verdammt gut für mich. Und dann war auch schon ihr letztes Pokémon, ihr Feuerstarter, der sich mittlerweile einmal entwickelt hatte, mit einer Terrakristallisierung.
Und der wurde hier noch ein bisschen knapp, weil ich paralysiert war, wegen der Statik von Pamo, also dessen Fähigkeit. Ich habe ihn aber trotzdem im First Try besiegen können. Man kann natürlich jetzt noch dazu erwähnen, dass ich auch ein kleines bisschen überlevelt war, aber wir können uns, denke ich, alle darauf einigen, dass sie deutlich spannender gewesen wäre mit dem Pflanzenstarter. Aber gut, die wird später dennoch noch deutlich stärker werden und dann werden auch sehr coole Boss-Battles entstehen. Wo es jetzt aber sofort wieder schwieriger werden wird, ist in der Elektro-Arena. Denn dort musste ich jetzt antreten und auch wenn Enigmara hier, also die Arenaleiterin, ein sehr weirdes Design hat, heißt das nicht, dass sie schwach ist. Die hat hier bereits 4 Pokémon, die mich allesamt sehr effektiv angreifen können und auch mal wieder ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon, was sogar voll entwickelt ist. Die ist also ehrlich gesagt ein ziemliches Monster und ich habe mir hier nicht so viele Chancen ausgemalt. Der erste Gegner war aber eigentlich noch ganz fair. Sie hatte nämlich einen Voltrill und das ist ein neues Elektroflug-Pokémon, was über Funkensprung hier mir gar nicht so viel Schaden gemacht hat und das konnte ich Toolshotten, einfach über Surfer into Wasserdüse. Danach kam aber dann ein Wampitz rein und das ist komplett übertrieben. Das ist ein großer Tank, dem ich sehr wenig Schaden mache und wenn ich das angreifen sollte, dann macht es mit seiner nächsten Elektroattacke deutlich mehr Damage. Das heißt, wenn ich dem Schaden mache, bin ich praktisch One-Shot und ich werde die andere Hälfte des Teams gar nicht zu Gesicht bekommen. Und sie hätte hier auch noch ein Luxio gehabt und ein Terra-Kristallisierungs-Traumagil. Die war also komplett übermächtig für mein kleines Quax. Bevor ich jetzt aber einfach so stumpf hochgelevelt habe, wollte ich zunächst mal schauen, was mein nächster Bossgegner wäre nach der Elektro-Arena. Und da ist mir dann was aufgefallen. Bei der Levelkurve kommt jetzt als nächstes die zweite Team-Star-Leaderin und das ist eine Feuertrainerin. Ich bin dort also im Typ Vorteil und habe ziemlich gute Karten. Und ich hatte sogar doppelt gute Karten, weil die beginnt hier mit einem Kurtel mit Dürre. Und das mag erstmal recht gefährlich wirken, weil das Wasserattacken abschwächt. Quax kann allerdings Regentanz lernen über eine TM, die man in der Open World finden kann. Und damit konnte ich hier den Sonnentag einfach komplett auskontern. Und der Kurtel halt eher eine physische Verteidigung hat und keine spezielle, kann es gegen Surfer dann praktisch gar nichts mehr tun. Ja, und wenn ich das Auto erreiche, auf praktisch vollen KP, ist die Leaderin natürlich komplett aufgeschmissen. Das Auto konnte dann noch Hitzeturbo gegen mich spammen, nicht sehr effektiv, im Regen und mir sogar noch durch Glück einen Burn mitgeben, das hat aber alles nicht ausgereicht. Am Ende des Tages habe ich die Feuerbase hier im First Try auseinandergenommen, einfach nur wegen Rain Dance, ohne Kraftschub und ohne Terra-Kristallisierung. Ich hätte die eigentlich sogar noch viel mehr zerstören können. Das lag aber auch unter anderem daran, dass sie halt echt nur 2 Pokémon hat. Und das ist ein bisschen schade. Da aber natürlich diese paar Erfahrungspunkte noch nicht ausgereicht hätten, um bei der Elektro-Arena einen riesen Unterschied zu machen, wollte ich jetzt noch einen weiteren Boss vorziehen und das war dann auch schon der dritte Herrscher. Und das war Schlurm, der Stahlwurm. Ein sehr skurriles Design, wenn ihr mich fragt. Ich konnte aber dort zumindest neutral angreifen über Surfer und ich habe mir deswegen recht große Chancen ausgemalt. Zumal die bisherigen Herrscher ja jetzt nicht so schwierig waren. Und der Kampf hier lief dann auch ziemlich gut. Ich habe sofort Regentanz rausgelegt, um mehr Schaden zu machen über Wasserattacken, ähnlich wie eben beim Feuerauto, und dann habe ich Surfer gespammt. Und ich konnte sogar Schlurm hier besiegen, in der ersten Phase, ohne Terra-Kristallisierung und Kraftschub mal wieder, einfach weil der Eimer Eisenschweif gemisst hat. Hätte der mich damit auch noch getroffen, wäre ich definitiv down gewesen, aber dazu kam es nicht. Und so konnte ich Schlurm hier tatsächlich first tryen und in die zweite Phase übergehen, wo ich dann wieder zusammen mit Pepper kämpfen musste. Ich hatte also erneut KI-Unterstützung. Pepper war aber beim zweiten Fall dieses Mal gar keine so große Hilfe. Er hatte hier das neue Tentacher und wollte Superschall rauslegen, allerdings hat der Superschall hier nicht wirklich gemattert und das Tentacher wurde sofort besiegt über Eisenschweif. Ich selbst konnte aber in der Zeit zumindest Regentanz rauslegen und dann wieder mit Surfer rumspammen. Und Überraschung, Schlurm hat dann extrem krass gemissplayed. Aus irgendeinem Grund wollte es dann die ganze Zeit Sandsturm rauslegen, um einen Regentanz zu kontern und hat dann auch stellenweise richtig krass damit gemissplayed. Es hat praktisch gar nicht richtig gegen mich kämpfen wollen und ich habe diesen Herrscher hier besiegen können, wieder mal ohne Kraftschub und Terra-Kristallisierung. Ich habe also hier noch weitere XP vorziehen können, ohne direkt zu leveln bei der Elektro-Arena. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Eine bessere KI für die Herrscher-Pokémon wäre aber wirklich gut gewesen, weil dann hätte Schlurm hier nicht so krass gemissplayed. Nachdem ich dann aber auch nach wie vor auf Level 27 ungefähr immer noch keine Chance hatte gegen die Elektro-Arena-Leiterin, bin ich auf Level 30 gegangen und dann ist hier fast schon ein Wunder passiert. Ich bin hier angetreten mit Terra-Kristallisierung, Kraftschub und Regentanz
um das maximale Potenzial aus Quarks rauszuholen. Und was soll ich sagen, Freunde? Ich habe sie in Grund und Boden gespeedt. Ich konnte hier tatsächlich boosten, bei Voltrill zumindest ein kleines bisschen. Und dann war ich auf Level 30 hier sogar stark genug, einfach so das Wampitz zu one-shotten über Surfer. Und als dann Luxio reinkam, hatte ich wegen Level 30 genug Bulk, um noch einen Funkensprung wegzustecken im roten Bereich, wodurch ich halt auch noch in den Sturzbach getrieben wurde. Und dann habe ich früher oder später vor dem Terra-Kristallisierungstraum Magil gestanden und das ist halt ihr stärkstes Pokémon. Und das hätte mich dann eigentlich komplett zerstört, zumal es mich auch outspeedet hätte. Ich habe hier aber Wasserdüse gedrückt und die hat einfach so Ladestrahl gemisst. Und dann konnte ich mit Wasserdüse nochmal nachsetzen und gewinnen, zu einer Chance von 10%, weil der Miss von Ladestrahl ist wirklich nicht wahrscheinlich. Ich habe mich hier also irgendwie auf Level 30 durchmogeln können. Ich muss aber auch dazu sagen, ich mag ihr Traunmagil hier, weil es halt auch so einen Mantel hat, ähnlich wie die Leiterin. Das passt also mal wieder ziemlich gut. Wer sich jetzt aber vielleicht gewundert hat, warum ich den nächsten Bosskampf nicht auch vorgezogen hatte für die Elektro-Arena, das kann ich kurz erklären. Denn der nächste Bosskampf ist jetzt auch schon die nächste richtige Arena und das ist ein Wasserorden, der sämtliche meiner Wasserattacken resistiert. Und ja, natürlich kann Quarks auch Wasserattacken resistieren, ich habe also auch einen gewissen Vorteil und der Arenaleiter hat auch nur 3 Pokémon, also eins weniger als Enigmara. Der ist aber trotzdem leider ein sehr großes Problem für mich gewesen. Und ich bin für diese Arena hier sogar auf Level 35 gegangen. Ich muss aber dazu sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt notwendig gewesen wäre. Als ich nämlich im 30er Bereich noch war und nicht auf 35, wusste ich noch nicht, dass ich Erholung besitzen kann. Das ist mir erst später bewusst geworden, denn es ist versteckt tatsächlich in der Nähe von dem Gebiet, wo man gegen Nemila kämpft mit ihrem Terrakristallisierungs-Parmo ganz zu Beginn des Spiels hinter einer Parkbank. Und wenn man Erholung haben sollte, dann wäre es beispielsweise mit Heuler möglich im 30er Bereich, das Agilusa, also das erste Pokémon vom Leiter hier, zu schwächen und dann könnte man Erholung spammen und Kraftschub, um ein großes Setup aufzubauen, wenn das Agilusa praktisch gar keinen Schaden mehr macht. Das wäre definitiv vorstellbar gewesen. Aber gut, wie gesagt, ich habe das Spiel blind gespielt, ich kannte noch nicht alle TM-Locations und deswegen habe ich sie auf 35 gemacht. Und es war da ein relativ cooler Bossfight, den ich sogar ohne Heuler gewinnen konnte. Ich habe es hier geschafft, einige Male Kraftschub zu setupen, um dann einen großen Sweep einzuleiten. Er hatte allerdings auch noch einen Schlägtree, was mich flinchen lassen konnte über Kopfnuss, es hat aber nicht so viel Schaden gemacht. Und dann später noch ein Terrakristallisierungskrabbel, was auch mal wieder sehr gut gepasst hat. Es ist halt eine Krabbe aus Gen 7, die nie Typ Wasser war, aber durch die Terrakristallisierung wird das möglich. Ebenfalls also eine stimmige Wahl für so ein Ace-Pokémon für einen Arenaleiter. Und das Ding konnte ich dann flinchen lassen über Luftschnitt und einfach so two-shotten. Wäre das aber nicht geflincht, hätte ich noch verloren und ich hätte vermutlich doch irgendwann ein großes Heuler-Setup gebraucht. Im Endeffekt waren diese zusätzlichen Level-Ups allerdings auch relativ irrelevant, weil jetzt ging es direkt weiter mit der nächsten Starbase und da musste ich jetzt kämpfen gegen einen Gift-Trainer. Und der Star-Leader hier hat insgesamt 4 Pokémon und der ist auch verdammt gut gelevelt. Also spätestens hier hätte ich die Level-Ups sowieso machen müssen. Ich hatte allerdings für diesen Bosskampf hier eine interessante Taktik, um die KI so ein bisschen zu verarschen. Und wie ich das gemacht habe, das werde ich jetzt mal einblenden. Ihr müsst nämlich wissen, der Leader beginnt hier mit einem Skuntank. Und das ist kein schwaches Pokémon. Das ist hier auf Level 32 und es hat Toxin, um mich schwer zu vergiften. Und es hat Giftschock, eine spezielle Giftattacke, die doppelten Schaden macht, wenn ich bereits vergiftet sein sollte. Und dann macht es wirklich unglaublichen Damage. Was das Skuntank allerdings auch manchmal einsetzt, ist Sucker Punch, also Tiefschlag. Und das ist eine Prio-Attacke, die fehlschlägt, wenn ich einen Status-Move auswähle, wie beispielsweise Kraftschub. Und so kann es hier tatsächlich stellenweise passieren, dass die KI hier dermaßen krass misplayt über Sucker Punch, dass man ein großes Setup einleiten kann über Kraftschübe und dass man sich sogar heilen kann über Erholung, selbst wenn man vergiftet wird. Ich war ja kurzzeitig sogar im roten Bereich, aber bin dann irgendwann auch wieder aufgewacht und konnte einen Sweep einleiten, sogar auf einem relativ gesunden KP-Wert. Und dann konnte ich einfach irgendwann Skuntank besiegen über Wasserdüse und Terrakristallisierung und als es dann weiterging mit Slimog, habe ich das outspeedet mit Surfer und einfach gewonshottet und dann kam Knattertox rein. Und das hat mich hier ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil es hier einfach schwebt auf dem großen Knattertox. Da hätte Affiti beispielsweise deutlich besser gepasst, aber naja, da mich das eh outspeedet, habe ich das getushottet über Wasserdüse und ich wurde ein bisschen mit Schlammbad vorgeschwächt.
Ich hatte aber dann noch genug Leben, um einen Toxiturbo vom großen Knattertox zu überleben und dann bin ich im roten Bereich gelandet und habe das große Knattertox sogar gewone-shottet durch Sturzbach. Ich war so mächtig, dass ich das große Auto in einem Hit besiegt habe. Ich konnte den Bosskampf hier also eigentlich ganz gut schießen. Nun kann ich aber endlich mal über meinen Lieblings-Areneleiter sprechen aus dem gesamten Spiel. Und das ist Aoki, der außergewöhnlich ungewöhnliche Angestellte. Und das ist eine so coole Idee, wie ich finde. Ein Geschäftsmann im schwarzen Anzug mit schwarzer Aktentasche, der komplett übermüdet aussieht mit Augenringen. Und der Typ ist ein so normaler Geschäftsmann, dass er schon normaler Redeleiter geworden ist. Ich mag einfach die Komik dahinter und es ist cool umgesetzt. Das war auch bei meinen Livestream-Zuschauern definitiv der beliebteste Arena-Leiter und ich kann das absolut nachvollziehen. Ich mag ihn sehr. Er hat allerdings auch mal wieder nur 3 Pokémon, was mich ein bisschen verwundert hat, weil wie gesagt, die dritte Arena hatte ja schon 4. Also warum jetzt hier wieder 3? Das ist etwas merkwürdig. Wenn ich euch jetzt aber mal einen Versuch zeige, auf Level 36, dann wird man sehr schnell sehen, dass ich ohne Kraftschub und Terrakristallisierung einfach gar nichts mehr hinbekomme. Sogar Surfer macht hier unglaublich wenig Schaden, bereits bei seinem Koalilu, und ich werde über so Attacken wie Slam einfach komplett zerstört. Natürlich kann man auch hier mal wieder defensive Sachen spielen, wie Erholung oder auch beispielsweise Evolit, das Item ist auch in der Open World verfügbar, aber trotzdem konnte ich hier einfach nicht gegenstallen und ich musste dann definitiv was unternehmen. Und was bietet sich da natürlich an? Selbstverständlich mal wieder ein Setup. Und das habe ich dann folgendermaßen gemacht. Ich bin auf Level 40 gegangen, warum das notwendig war, werde ich gleich noch erklären. Und dann habe ich hier kalte Dusche gespammt, eine 50er Base Wasserattacke, die den gegnerischen Angriff um eine Stufe senkt zu 100%, die habe ich vom Wasser Arena-Leiter bekommen und das ist halt Heuler in etwas besser, könnte man sagen. Ja, und damit habe ich Koalilu hier einfach geschwächt, soweit ich konnte, und dann habe ich hier Kraftschub gespammt, um Erholung, um ein möglichst gutes Setup aufzubauen. Ja, und mein Plan war dann, den gesamten Kampf zu sweepen. Es gibt aber einen Grund, warum ich hier Wasserdüse mitgenommen habe und nicht Surfer. Denn man kann zwar problemlos Koalilu hier besiegen, das ist kein Thema, und danach kommt dann Dummiemiesel, die neue komische Entwicklung von Dummiemiesel, die jetzt dazu kam, die fast identisch aussieht, und das hätte ich safe mit Surfer outspeeden können und one-shotten können. Sein drittes Pokémon allerdings ist ein mächtiges Staraptor, was mich safe outspeedet hätte, und das Ding terrakristallisiert auf normale Art und Weise, um Doppelstep zu generieren. Das Ding ist absolut übermächtig und hätte mich in Grund und Boden gewone-shottet, egal wie viel Leben ich dort noch gehabt hätte. Ich musste also zwangsläufig hier mit Wasserdüse antreten und nicht mit Surfer und deswegen habe ich halt ein paar Level-Ups gebraucht, weil ich ansonsten den One-Shot nicht vernünftig hinbekommen hätte. Der Schlangenblick von Dummiemiesel war aber deswegen durchaus ein Problem und ich hätte theoretisch wegen der Fullpara verlieren können. Doch Überraschung, tatsächlich war es das noch nicht so ganz. Denn nach dem 5. Orden, wenn man Aoki besiegt haben sollte, wird man sofort in einen Bosskampf geworfen mit Nimila. Man wird zwar dazwischen geheilt, kann allerdings dazwischen nicht speichern und auch nicht sein Moveset verändern. Und wenn man gegen Nimila hier verlieren sollte, dann wird der Bosskampf gelöscht. Ich musste also jetzt praktisch beide Bosskämpfe in a row gewinnen, damit ich alle Siege halt im Video habe. Und das ist ein weiterer Grund, weswegen Versuche auf 36 bei Aoki nicht wirklich sinnvoll gewesen wären. Als ich dann aber auch gegen Nimila hier auf Level 40 angetreten bin, sah das Ganze eigentlich nicht schlecht aus. Und ich konnte gegen sie sogar gewinnen, ohne ihr Wulverock zu schwächen, über kalte Dusche. Das war nicht notwendig. Der Schaden von Wulverock hat sich nämlich dermaßen in Grenzen gehalten, dass ich über Kraftschub Erholung hier tatsächlich ein Setup rausbekommen habe. Okay, es war ein bisschen riskant wegen Flinches durch Biss, aber die kamen halt nicht. Und dann konnte ich ihr Team hier einfach sweepen über Wasserdüse. Und natürlich die Terrakristallisierung, die hier extrem gemattert hat. Ja, und dadurch, dass ich mich durch Wulverock hier auch in den roten Bereich abhauen lassen, hat sich wieder der Sturzbach aktiviert, was mich nochmal geboostet hat, also meine Fähigkeit. Das war aber auch tatsächlich bitter notwendig, weil sie hatte nicht nur ein paar Marmor als zweites, was ich neutral angreifen konnte mit Wasserdüse, sie hatte auch einen Viscora. Und das ist ein Drachen-Pokémon, was Wasser resistiert. Hätte also dort mein Schaden nicht ausgereicht, hätte das Drachenpuls eingesetzt, um mich einfach so zu finishen. Gut, aber ihr letztes Pokémon war dann der Feuerstarter und das hatte dann natürlich Wasserschwäche. Ich konnte also Nimila dann mit demselben Moveset besiegen wie Aoki. Ich muss aber sagen, für One Pokémon Runs ist es eine sehr ungünstige Stelle. Und da werde ich mir noch die Zähne ausbeißen bei anderen Challenge Runs, das weiß ich jetzt schon.
Ich werde aber immer beide Bosskämpfe gewinnen wollen. Das gehört für mich einfach zum Video dazu. Nachdem wir jetzt aber meine Lieblingsarena behandelt haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu meiner Hassarena aus dem gesamten Spiel. Und da geht es um die Battle Rap Geister Arena, die ich einfach ziemlich unangenehm finde. Was soll ich sagen? Die hat einen sehr weirden Humor. Das ist aber gar nicht das Hauptproblem. Denn tatsächlich ist die Geister Arena eine Doppelkampfarena, was für von Pokémon Runs die Hölle bedeutet. Und es werden hier stellenweise mitten im Kampf Boosts verteilt, weil das Ganze praktisch ein Battle Rap Turnier ist. Ich mache an der Stelle keine Scherze, es funktioniert ein bisschen wie die Feenarena aus Gen 8 und deswegen wird dieser Kampf hier so ein bisschen verfälscht durch die ganzen Boosts, die man bekommt. Um hier antreten zu können, musste ich natürlich mal wieder einen Sklaven spielen, der in der ersten Runde stirbt, sonst kann man den Kampf nicht starten bei einem One-Pokémon-Run, das spielt aber keine Rolle. Die Leiterin hatte hier ein Mimigma, was Kostümspuk hat, sowie ein Banette, ein Friedwurf, was sehr gefährlich sein kann, und ein Reflex, also ein Elektro-Pokémon, was über Terra-Kristallisierung zu Typ Geist wird. Ja, und wie funktionieren die Boosts? Ganz einfach. Der Spieler, der Kills macht, bekommt gratis Boosts zugeteilt und wenn man Terra-Kristallisieren sollte, bekommt man als Spieler hier einen Omni-Boost. Und dadurch wirkt das Ganze jetzt erstmal vielleicht recht easy, da ich natürlich einige Kills machen kann, indem ich Surfer spamme, was sogar beide Gegner trifft und den Kostümspuk recht gut wegbekommt von Mimigma. Ja, aber leider habe ich halt ein Problem bei Reflex. Ich hatte einfach keine Zeit hier großartig zu setupen und wenn ich später einen fetten Ladungsstoß abbekomme von Reflex, bin ich praktisch One-Shot selbst auf fast vollen KP. Da konnte ich leider nicht so viel tun und deswegen musste ich diesen Orden hier erstmal aufschieben. Das ist aber auch nichts Ungewöhnliches für von Pokémon Runs, denn Doppelkämpfe sind einfach sehr gefährlich. Und dass hier Friedwurf einfach random Phantomkraft einsetzen kann, um für eine Runde zu verschwinden, macht es nicht unbedingt angenehmer, weil dann trifft Surfer nicht mehr richtig. Ich konnte aber auch hier mal wieder einen anderen Bosskampf vorziehen, um ein paar Erfahrungspunkte zu gewinnen und das war jetzt der vierte Herrscher, also bereits der vorletzte. Und da reden wir tatsächlich über Riesenzahn, ein Urzeit-Donphan in der Bodenprüfung. Ich bin also wieder im Typvorteil. Man darf aber diesen Riesenzahn hier nicht unterschätzen. Wenn das Ding beispielsweise Fruststampfer einsetzen sollte, dann ist Quacks sehr sehr schnell besiegt und Donphan konnte mich auch outspeeden. Das Teil hat aber auch manchmal nur Abschlag gemacht, weil dessen KI nicht so gut ist und das konnte ich zwar mal tanken und Riesenzahn somit besiegen. Und was soll ich sagen, der Kampf zusammen mit Pepper in der zweiten Phase, der lief ziemlich ähnlich ab. Pepper hatte hier ein Jalapeno als ein Pflanze-Feuer-Pokémon, was ich sehr besonders finde, und das Ding hatte Rasierblatt, um sehr effektiv anzugreifen, für aber zugegebenermaßen sehr wenig Schaden und es hatte Grimasse, um Riesenzahns Inne zu senken. Und das war hier tatsächlich fast schon wichtiger, denn somit hatte ich mehr Zeit, Regentanz rauszulegen und dann Surfer zu spammen. Ich habe hier Pepper so ein bisschen verraten mit Surfer, aber es war auch eine sehr gute Strat. So konnte ich Riesenzahn sehr schnell wegräumen, ich musste aber nach wie vor darauf hoffen, nicht die ganze Zeit mit Fruststampfer angegriffen zu werden, weil sonst hätte ich safe verloren. Aber insgesamt war der Herrscher hier wieder sehr gut machbar. Danach gab es aber leider nicht mehr wirklich viel vorzuziehen und deswegen musste ich jetzt leider für die Geisterräder zumindest ein bisschen leveln. Und ich bin dann auf Level 47 gegangen, was gar nicht mal so viel ist, und habe dann tatsächlich den Orden auch holen können. Vor allem halt wegen den ganzen Boosts, die mir hier geschenkt wurden, ansonsten hätte ich locker in den 50er Bereich leveln müssen. Ich denke, das ist aber auch jedem klar. Ja, und dann habe ich hier einmal Kraftschub gemacht und dann halt einfach den Surfer Sweep eingeleitet. Man muss aber wirklich unbedingt bedenken hier, direkt in der ersten Runde die Terra-Kristallisierung zu drücken, damit man den Omni-Boost bekommt von dem Arena-Effekt, weil ansonsten kommt er zu spät und man nimmt hier zu viel Damage, der einfach unnötig ist. Ja, und was auch praktisch sein kann, ist hier Aqua-Durchstoß oder so mitzunehmen, um halt gezielt ein Pokémon einzeln angreifen zu können, wenn man denn das mal möchte. Das ist nicht bei jedem Versuch unbedingt notwendig, es ist aber ein weiteres nettes Tool. Und man kann auch Luftschnitt beispielsweise mitnehmen, wenn man vielleicht mal einen Flinch benötigt, also man kann hier schon ein bisschen variieren. Grundsätzlich habe ich aber die paar weitere Level-Ups einfach benötigt, um leicht bessere Stats zu haben. Und dann konnte ich hinten raus Gott sei Dank Reflex One-Shotten über Surfer, um den Doppelkampforden mitzunehmen. Und ich würde sagen, so sehr überlevelt war ich tatsächlich gar nicht. Durch die Boosts hier ging es eigentlich ganz okay. Ich finde es aber trotzdem schade, wenn man gratis Boosts in einem Bosskampf bekommt. Das wertet den Bossgegner einfach sehr stark ab. Nach der Geisterarena kommen jetzt aber auch schon direkt bei der Levelkurve die restlichen richtigen Arena-Orden.
Die beiden restlichen Team Star-Mitglieder und der letzte Herrscher, die kommen erst danach, was etwas komisch gepaced ist, aber damit musste ich wohl leben. Bevor ich jetzt aber beim Psycho-Orden antreten konnte, musste ich noch ein weiteres Mal gegen Nemila antreten und die ist jetzt sehr viel stärker geworden. Und Überraschung, ich hatte hier riesige Schwierigkeiten und mein Quax hat unzählige Male aufs Maul bekommen. Und das lag einfach an dem Matchup. Nemila hat wieder geleadet über Wolverock und das hatte jetzt mittlerweile die Attacken Sandwirbel, um meine Genauigkeit zu senken, und Steinhagel mit Step für guten Schaden und 30% Flinchrate. Das ist unglaublich anstrengend. Und nach Wolverock kommt noch Pamomamo, ihr Elektro-Pokémon, was sie mittlerweile ein zweites Mal entwickelt hat, was mich outspeedet, und dann noch ein Viscargo und ihr voll entwickelter Feuerstarter. Nemila ist in der Zwischenzeit wirklich extrem mächtig geworden und ich habe auf Level 47 einfach kein Land gesehen. Ihr seht hier einen Try ohne Kraftschübe und so weiter, aber auch mit denen wäre es nicht wirklich besser gelaufen. Und ich musste dann ernsthaft im Endeffekt auf Level 55 hochgehen, ich habe also 8 weitere Level-Ups gebraucht. Und das wirkt jetzt zunächst mal sehr, sehr drastisch, ich kann es aber ganz einfach erklären. Wenn ich hier beispielsweise Heuler spammen würde gegen Wolverock, könnte ich seinen Angriff senken. Oder auch kalte Dusche mal wieder. Und dann könnte ich wieder über Kraftschub und Erholung ein sehr großes Setup einleiten und dann einen Sweep beginnen, rein theoretisch. Wenn ich das aber mache, verliere ich unglaublich viel Zeit, ich werde 1 Million Mal von Sandwirbel getroffen und dann trifft Quax einfach gar nichts mehr. Und dann gibt es immer noch das Problem, dass mich Pamomamo einfach outspeedet, übrigens auch noch auf Level 55, und das Ding könnte mich noch paralysieren über Funkensprung, wenn ich auf Surfer gehe, oder über Statik, wenn ich Wasserdüse spamme. Also Nemila war hier wirklich ein großer Gegner für mich und ich habe lange an der gehangen, auf Level 55 allerdings habe ich dann doch recht konstant einige Kraftschübe rausbekommen und ich habe dann einen Sweep einleiten können. Ich kann mir vorstellen, dass aber gerade dieses Wolverock hier für sehr viele Challenge-Pokémon ein riesiges Problem wird und da werden sich einige Mons definitiv die Zähne ausbeißen. Nemila wurde hier zu einer deutlich wertvolleren Rivalin und das hat mich sehr gefreut. Ihr Feuerstarter allerdings war auch hier mal wieder kein großes Problem. Ich denke, das ist aber auch klar. Damit kommen wir jetzt aber zur Psycho-Arena und da habe ich mir jetzt eigentlich ganz gute Chancen ausgerechnet. Ich meine, ich hatte ja gut überlevelt bei Nemila, wovon ich jetzt profitieren werde, und es ist möglich, Quax physisch zu spielen, ohne große Schwierigkeiten, da man unter anderem die Wesensmünzen einfach in einem Chanera-Shop mittlerweile kaufen kann, das ist keine Schwierigkeit. Und viele Psycho-Pokémon haben eher eine gute Spezialverteidigung als eine gute physische Defense. Ich konnte also mein Quax hier so ein bisschen umrüsten und dann überlevelt hier antreten. Und sogar alle Gegner neutral mit Wasser treffen. Ihr erstes Pokémon war ein Farigiraf und ich wollte versuchen zu kämpfen hier ohne Kraftschübe und ich konnte ihr Farigiraf hier einfach flinchen lassen über Luftschnitt, um es dann zu finishen über Terrakristallisierung Aquadurchstoß. Eine sehr starke physische Wasserattacke, die Quax ohne Probleme lernen kann. Ich hatte also eigentlich einen ganz guten Start. Ihr zweites Pokémon allerdings war ein Gardevoir mit Energieball. Das hat mich also sehr effektiv speziell getroffen für unglaublich viel Schaden und auch wenn ich das dann killen konnte über Aquadurchstoß ohne große Schwierigkeiten, ging es als nächstes weiter mit einem Psyopatra und das ist ein neues Psycho-Pokémon, was mich hier outspeedet hat mit Psychic, um mich einfach zu finishen. Ohne Kraftschub konnte ich also hier nicht so viel erreichen und ich brauchte wieder Setup. Das Gute ist aber, dass die Leiterin hier nicht so viel tun kann, wenn ich einfach Kraftschübe spammen sollte. Ich meine, Farigiraf kann beispielsweise sein Headbutt einsetzen für ein bisschen Schaden, das ist aber nicht mega gefährlich und nur neutral. Und wenn ich einmal mehrere Kraftschübe Intus habe, kann ich logischerweise Terra kristallisieren und Wasserdüse spammen. Das ist ebenfalls physisch, zwar nur mit 40er Basisstärke, aber es hat halt mal wieder Prio und damit bekomme ich dann hier ohne Probleme die Kills hin. Und wenn ich dann auch mal wieder im Sturzbach bin, mache ich noch viel, viel mehr Schaden und ich konnte sogar hinten raus alles one-shotten. Gardevoir war in einem Hit besiegt, Psyopatra konnte auch nichts gegen mich machen und das Terra-Kristallisierungs-Florges, was zugegebenermaßen mal wieder sehr gut gepasst hat, zu einem Psycho-Orden, wie ich finde, ja, selbst das konnte nichts gegen mich machen, weil das ist zwar speziell extrem defensiv und man kann es fast nicht brechen, aber physisch hat es keine so krasse Verteidigung. Ich konnte also den Psycho-Orden hier relativ gut mitnehmen, weil ich halt überlevelt war wegen Nemila. Wo es aber dann tatsächlich nochmal schwierig wurde bei den normalen Orden, ist in der Eisarena. Ich meine, man muss dazu sagen, Eis ist nicht gerade der beste Monotype und Quax kann Eis sogar resistieren und ich war nach wie vor überlevelt. Aber der Redeleiter hier ist gar nicht mal so schlecht aufgestellt
Und vor allem sein erstes Pokémon lässt sich nicht so gut exploiten, weil das speziell angreift. Das heißt, Kalte Dusche oder Heuler wird dort nicht so wirklich funktionieren. Der beginnt nämlich mit einem Morteneva, was erst Rückenwind einsetzt, um die Inne zu erhöhen, und dann spammt das Käfergebrumm mit Stab für sehr, sehr guten Schaden. Ich konnte hier aber Folgendes tun. Ich konnte Morteneva two-shotten über Surfer und dann kam Siberio rein. Und das hat mich zwar outspeedet wegen dem Rückenwind, ich konnte aber Erdbeben hier noch knapp wegstecken, Erholung einsetzen und dann tatsächlich wieder auf einen grünen Zweig kommen. Das Schöne ist halt, Rückenwind läuft irgendwann aus und dann kann ich hier Kalte Dusche spammen, um Siberio abzuschwächen und dann Kraftschübe rausbekommen. Ich habe also hier ausnahmsweise mal beim zweiten Pokémon gesetupt und es war natürlich wieder unkonstant, weil man kann theoretisch jederzeit gecrittet werden. Es hat aber nach einigen Versuchen prima funktioniert und ich konnte dann einen Sweep einleiten. Zumindest dachte ich das, aber der Kampf hier war dann noch nicht so ganz zu Ende. Denn der Leiter hatte dann auch noch ein Kolowal, was ich doch einmal angreifen konnte über Eiskreisel, und da bin ich hier im gelben Bereich gelandet. Und dann kam früher oder später ein Terrakristallisierungs-Altaria, was so ein bisschen angelehnt ist an eine Schneewolke und das finde ich ziemlich hübsch. Ja, das hat mich aber auch outspeedet mit Orkan und hätte das getroffen, wäre ich definitiv down gewesen. Es hat aber hier zum Glück gemisst und deswegen habe ich es finishen können über Surfer und ich konnte den 8. Orden hier gewinnen. War aber schon eine coole Herausforderung, ich denke, das ist kein schlechter letzter Orden, obwohl das Ganze als Monotype ist. Nachdem ich mit den Orden dann aber fertig war, ging es jetzt endlich mal wieder weiter mit einer Team Starbase. Und da reden wir jetzt von einem Feenboss. Ich würde echt sagen, es wäre besser für das Spiel gewesen, von der Levelkurve her, wenn der vor der Eisarena spielen würde. Aber gut, so machen wir den halt jetzt. Und ich habe sogar gute Nachrichten, und zwar konnte ich sein erstes Pokémon hier mal wieder so ein bisschen cheesen. Er hat hier nämlich begonnen mit einem Azumarill und das hat einfach ein grauenvolles Matchup gegen Quax. Das kann praktisch gar nichts tun. Es hat natürlich Knuddler und es hat vermutlich auch Huge Power als Fähigkeit, um seinen Angriff zu pushen. Wenn ich das aber schwächen sollte über Kalte Dusche oder Heuler, dann macht es auf kurz oder lang einfach gar keinen Schaden mehr und dann kann ich mal wieder einen großen Sweep aufbauen. Man muss hier aber so ein bisschen vorsichtig sein, weil man kann ja nicht einfach durchsweepen mit Wasserdüse, denn leider hat dieses Azumarill Charme, um einen physischen Angriff immer wieder zu senken. Das heißt, ein wirklich gutes physisches Setup kann man hier nicht aufbauen, man könnte es aber probieren, einfach so über Surfer. Und genau das habe ich jetzt gemacht. Es wurde aber dann auch relativ knapp. Ich meine, sein zweites Pokémon war ein Knuddeluff, das konnte ich einfach so outspeeden und es war mit Surfer in einem Hit besiegt. Aber als drittes kam dann ein Buckle rein, ein sehr süßes neues Pokémon, wie ich finde, was an Gebäck angelehnt ist. Und das hat mich outspeedet mit Knuddler, um mich in den gelben Bereich zu hauen. Und es kommt ja auch noch das Auto, was mich ebenfalls outspeeden wird. Buckle war aber ebenfalls One-Shot. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass das Auto, also das Knattertox von dem Bossgegner hier, gar nicht mal so toll gegen mich aufgestellt ist. Es hat hier eine Stahlattacke eingesetzt, die ich resistieren konnte, weil ich scheinbar nicht in Kill-Range war. Und dann hat es noch panisch versucht, hier Confuse Ray rauszulegen, um mich zu verwirren. Das hat aber Gott sei Dank nicht gemattert. Ich konnte also den ganzen Bossgegner hier relativ schnell abschließen, vor allem wegen Azumarill. Wäre ich hier aber ohne Boosts angetreten, dann hätte ich natürlich keine Chance gehabt. Nun kommen wir aber auch schon zum letzten Herrscher des Spiels. Und das ist Herashai, Herrscher der Drachentäuschung. Und da hat mich eine Sache sehr gewundert. Der Wal hier ist zwar sehr, sehr cool designt, ich mag ihn sehr. Er ist allerdings kein Drachen-Pokémon und das obwohl das hier eine Drachenprüfung ist. Das war also schon mal auffällig. Aber gut, ich bin zunächst mal gegen Herashai hier ganz normal angetreten, ohne Kraftschübe und ohne Terrakristallisierung und ich habe einfach Luftschnitt gespammt. Und die Überraschung, das hat auch funktioniert. Ich meine, Wasserattacken kann ich natürlich resistieren, die Herrscher-KI ist mal wieder nicht perfekt und Herashai hatte einfach kein gutes Matchup gegen mich. Und es kamen auch relativ viele Flinches, die mich hier sehr stark unterstützt haben. Also die erste Phase hier, die lief eigentlich relativ leicht ab. Danach musste ich aber schon ein bisschen erfinderischer werden. Denn auch wenn man jetzt zusammen mit Pepper kämpfen kann, in der zweiten Phase, wo Herashai mehr Leben hat, habe ich hier tatsächlich einige Male verloren, als ich noch nicht auf die kalte Dusche gegangen war. Das Problem ist einfach, Pepper hatte nur einen Schlaraffel und das ist einfach kein gutes Pokémon. Das kann hier stellenweise mal ganz praktisch sein, wenn es beispielsweise Herashais Verteidigung senkt und dann gut angreift über Takedown oder so. Aber Pepper missplayt auch sehr viel und misst auch gerne mal.
Es kann recht frustrierend sein, mit KIs zusammenzuspielen, egal in welcher Generation, da ist Gen 9 leider keine Ausnahme. Als ich aber hier angetreten bin mit Kalte Dusche, war das Ganze ebenfalls ein sofortiger First Try und nicht wirklich schwierig, auch wenn sich die zweite Phase ebenfalls eine ganze Weile hingezogen hat. Das Schöne ist aber, ich habe ja schon angesprochen, dass der letzte Herrscher mit Abstand der coolste ist. Und das liegt daran, dass es bei dem Fight hier einen großen Twist gibt, weil wenn man Herrschai in der zweiten Phase besiegen sollte, dann ist der Herrscherkampf hier noch lange nicht vorbei. Denn bevor man Herrschai herausgefordert hat, hat es tatsächlich ein Nigiragi verschluckt. Und das ist ein sehr besonderes Drachen-Pokémon, was jetzt die eigentliche Prüfung so ein bisschen ausmacht. Und das musste ich jetzt auch noch besiegen. Die beiden hatten eine Symbiose. Und ich muss sagen, das finde ich eine sehr, sehr coole Mechanik. Generell gehören die beiden zu meinen Lieblingsdesigns der gesamten 9. Generation. Und was soll ich sagen, Nigiragi war auch noch ein komplettes Monster. Es hatte hier nämlich Drachenpuls und es hat mich damit einfach komplett zerrissen. Und Pepper natürlich gleich mit, weil sein Schlaraffel einfach viel zu schlecht war. Ich musste also hier für diesen Herrscher sogar leveln, weil Nigiragi einfach viel zu stark war. Und ich bin dann insgesamt hochgegangen auf Level 65. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich hätte doch den Kampfteamstar vorziehen können, der danach kommt als 18. Orden. Ich muss aber sagen, der ist noch schwieriger und deswegen war das nicht wirklich eine Option. Und selbst als ich hier auf Level 65 war, war der Kampf gegen die Nigiragi immer noch nicht geschenkt. Weil Pepper wird natürlich nicht stärker durch meine Level-Ups und ist nach wie vor zigmal abgekratzt und Drachenpuls ist nach wie vor eine viel zu gefährliche Attacke. Das Schöne ist aber, Nigiragi hat nach wie vor nicht die beste KI und es kann sich hier stellenweise in Taunt verrennen, was sehr praktisch ist, und es kann auch Eissturm einsetzen, was nur sehr, sehr wenig Schaden macht und es senkt halt die Init. Und bei meinem siegreichen Versuch hat es das wirklich sehr, sehr häufig eingesetzt und ich konnte es dann irgendwann übermannen. Ich muss aber schon sagen, ich bin sehr traurig, dass nicht alle Herrscher so waren, weil das hier war ein echtes Highlight, aber die anderen waren komplett vergessenswürdig. Aber was war denn jetzt das große Problem mit dem Kampfteamstar? Wieso habe ich den nicht vorziehen können, eben bei der Drachenprüfung? Naja, der ist ein komplettes Monster. Der hat 5 Pokémon an der Zahl, also fast ein volles Team, die sind allesamt voll entwickelt und haben übermächtige Movesets. Aber seht einfach selbst. Ich musste hier sogar hochgehen auf Level 70, es ging nicht anders. Ja, der liegt hier mit einem Toxic-Quark. Und es kann man über Heuler, Kraftschub und Erholung definitiv so ein bisschen exploiten und man kann hier ein großes Setup aufbauen bis auf plus 6. Aber der Sweep ist das Problem. Wenn ich hier mit Surfer antreten sollte, dann werde ich stellenweise einfach gnadenlos von seinen Pokémon outspeedet und die haben einfach Nahkampf und Co., um mich praktisch zu one-shotten, selbst wenn ich überlevelt bin. Das ist ein wirklich sehr, sehr starker Trainer und definitiv ein Highlight des Playthroughs. Ich war also darauf angewiesen, mit Wasserdüse rumzuspammen, um mal die gegnerischen Pokémon zu outspeeden. Und um damit Kills zu schaffen, habe ich Level 70 einfach benötigt, weil der Trainer hier ist auch sehr gut gelevelt. Und nach dem Toxic-Quark hatte er noch einen Quartermark, ein Epitaph, also die neue Entwicklung von Razaf, er hatte ein Lucario und dann noch das gesamte Knattertox, also sein großes Auto, was ich natürlich bei weitem nicht one-shotten konnte. Das hat mich also auch noch mehrfach getroffen und ich bin hier im tiefen gelben Bereich gelandet, also selbst nach meinem Setup hier war das Ganze noch nicht ganz gegessen. Sehr cooler Bossfight, aber dadurch, dass ich Toxic-Quark zumindest cheesen konnte, habe ich es immerhin auf Level 70 geschafft. Und damit habe ich jetzt alle 3 Pfade abschließen können und ich hatte jetzt 18 Orden. Wir kommen also jetzt so ein bisschen zum Finale und das hat tatsächlich ein bisschen was zu bieten. Und tatsächlich kann man sich jetzt frei entscheiden, welches Finale von den Pfaden man zuerst spielen möchte. Und ich habe mich hier dazu entschieden, erstmal Pepper zu besiegen. Das ist das Finale vom Herrscherpfad, ich denke das war relativ obvious und der hat jetzt 6 Pokémon und ausgewogene Typen und er geht bis hoch auf Level 63. Er ist also so ein bisschen als ein Champ-Trainer und als große Herausforderung gedacht, ich hatte hier aber ein dermaßen gutes Matchup, dass ich den definitiv zuerst machen wollte. Und das lag ganz simpel an seinem Lead. Er hat nämlich begonnen mit seinem Schlaraffel, was er auch eben schon hatte bei dem Herrscherfight gegen den Drachenherrscher. Und das ist einfach ein kompletter Loser. Ich meine, es hat hier Body Slam mit Step und ist eigentlich gar nicht mal so schwach. Ich kann das aber mit Heuler zuspammen und er macht das keinen Schaden mehr. Und dann habe ich hier einfach ein Free Setup. Das Schöne ist aber, der Fight war dann noch nicht ganz entschieden und Pepper hat noch ein paar Tricks auf Lager. Ich musste also gut überlegen, wie ich diesen Sweep jetzt einleite, damit ich halt später nicht noch draufgehe, einfach nach dem Staraffel.
Er hat nämlich beispielsweise auch ein Tentera, was mich potenziell hätte outspeeden können, wenn ich nicht mit Wasserdüse angetreten wäre, und das Ding hat Blattgeißel. Das hätte ordentlich wehgetan. Und das ist nicht das einzige Pokémon, was mich hier hätte outspeeden können. Und er hat dann auch noch ein Ralupenio, ebenfalls mit Pflanzencoverage, und dann auch noch ein Saltigant. Das hat aber zumindest Wasserschwäche, das war also hier der leichteste Kill. Danach ging es dann aber weiter mit Austoss. Und da musste ich jetzt vorsichtig sein. Das Ding ist, Austoss ist physisch unglaublich defensiv. Ich konnte es aber ganz gut besiegen, weil es logischerweise auch keinen guten Move gegen mich hat. Wasser und Eis kann Quacksea resistieren und ich hatte dort noch sehr, sehr viele KP. Das ist aber ein falscher Freund. Wenn ich Austoss hier einfach so besiege, so schnell wie möglich, habe ich ein Problem mit Peppers stärkstem Pokémon. Weil das hatte so viel Leben hier, also so viel Bulk, dass ich das mit Wasserdüse nicht hätte one-shotten können. Ich musste hier also eine Runde wasten, bei Tentoxa, um in den Sturzbach gehauen zu werden, damit ich dann später den Terra-Kristallisierungshund von Pepper einfach so über Wasserdüse one-shotten konnte. Ja, und um das zu checken, musste ich erstmal ein, zwei Mal verlieren. Pepper ist wirklich kein schlechter Gegner, aber wegen Staraffel ging es eigentlich ganz gut. Es hat also durchaus Sinn gemacht, diesen Kampf hier vorzuziehen. Und was ich jetzt logischerweise auch direkt machen wollte, ist das Finale von Team Star. Weil ich dachte mir, wenn ich das jetzt abhake, kann ich die Liga zuletzt machen und das ist eigentlich ein ganz cooler Abschluss. Das Ganze hatte aber einen Haken. Der erste Boss von Team Star Finale, von insgesamt zwei, ist der Direktor der Universität, der sich hier als Anführer ausgibt von Team Star. Es hängt mit der Story von denen zusammen. Ja, und der hat auch mal wieder 6 Pokémon und ausgewogene Typen und der war leider gegen Quacks hier absolut übermächtig aufgestellt. Sein erstes Pokémon war sofort ein Kommandotan und das macht Reflektor, was physische Strats auf jeden Fall stark limitiert. Und Kommandotan hat Schmarotzer, eine Attacke, die mehr Schaden macht, wenn ich Boost-Intos habe. Das heißt, dort zu setupen ist stellenweise wirklich unangenehm und das konnte mich sogar einschläfern manchmal. Kommandotan ist unglaublich anstrengend und das ist bei weitem nicht das größte Problem dieses Fights hier. Sein zweites Pokémon beispielsweise ist ein Rexblizar, also ein Pflanzentyp, der mir recht gefährlich werden kann und das Ding resistiert Wasserangriffe. Ich bin also beispielsweise dort auf Luftschnitt angewiesen, was nicht immer flinchen lässt. Und das letzte Pokémon von dem Direktor hier ist der Pflanzenstarter. Und das Ding hat praktisch unendlich Init und eine Signature-Pflanzenattacke mit 70er Basisstärke, die immer crittet. Und das Ding resistiert Wasserdüse. Es ist praktisch unbesiegbar. Selbst wenn ich das erreichen würde, auf Level 80 oder so, hätte ich nicht den Hauch einer Chance. Ich wusste also, diesen Kampf hier vorzuziehen, kann nicht funktionieren. Und ich bin dann erstmal zur Liga gegangen, weil ich mir dort mehr Chancen ausgerechnet habe. Und das sagt schon einiges aus. Ich bin also letztendlich bei der Liga angetreten, auf Level 70 zunächst mal. Und das ist jetzt das Finale von dem Arena-Pfad. Ja, und dort gibt es eine ganz normale Top 4, wie in alten Generationen, und dann später einen Champ-Fight. Und man kämpft hier überwiegend gegen einige Lehrer aus der Akademie, die einem dann quasi den Champ-Rang verleihen wollen. Und der erste Gegner hier ist der gute Kay, bei dem man auch eine mündliche Prüfung ablegen muss, und das ist ein Bodentrainer. Ich hatte also zunächst mal hier eigentlich ein ganz gutes Matchup. Sein erstes Pokémon war ein Velsar, und das konnte ich knapp two-shotten über Hydro-Pumpe. Eine TM, die ich erst sehr spät im Playthrough finden konnte auf der Overworld, weil man dafür sehr starke Trainer besiegen konnte, die hat sich hier aber ausgezahlt, auch wenn sie manchmal missen kann. Dann ging es aber weiter mit einem Donphan und das hatte einen ganz großen Haken. Ich kann das zwar eigentlich one-shotten, allein schon über Surfer, das hat aber Robustheit. Es kann also gar nicht gewone-shottet werden und es hat mir hier ein fettes Erdbeben gedrückt. Das war schon mal ziemlich unangenehm, aber okay, da könnte man ja auf den Flinch grinden. Und dann kam Diktri, was ich outspeedet habe über Wasserdüse, für einen simplen One-Shot, das ist ja eine Glass Cannon, und Kamerupt hat eine mal 4 Schwäche und überhaupt gar keine Init. Also die ersten 4 Kills hier, die waren eigentlich insgesamt ganz gut, auch wenn Donphan vielleicht ein bisschen anstrengend war. Dann kam aber leider irgendwann Zulord. Das letzte Pokémon von den Top 4 Mitglied hier, und das konnte Terra kristallisieren, und es ist quasi das neue Morlord aus Paldea, und Überraschung, es hat H2O Absorber. Es ist eiskalt immun gegen sämtliche Wasserangriffe. Ich konnte also dagegen praktisch gar nichts machen, es hat sogar Toxin Protect und Luftschnitt macht fast gar keinen Schaden. Ich bin hier auf ungefähr Level 70 einfach komplett zerschellt und ich wusste, selbst mit Krafttypen werde ich hier sau wenig Schaden machen. Tja, und dann musste ich auf Level 80 gehen
und es hat ein extrem langer Grind stattgefunden. Ich habe natürlich auch auf Level 80 nochmal probiert, ob ich den Direktor besiegen kann, es war aber so wie erwartet. Nach einigen Versuchen konnte ich dort den Pflanzenstarter erreichen und er hat mich einfach so ge-one-shottet und immer noch outspeedet. Und mit Wasserdüse hätte ich dagegen wie gesagt auch keine Chance. Ich musste also irgendwie hier bei dem Bodenkampf weiterkommen, das war aber wirklich nicht angenehm. Klar, ich konnte hier bei Velsa Kraftschübe setupen und durch die 10 weiteren Level-Ups habe ich jetzt auch deutlich mehr Schaden gemacht. Aber gerade diese Toxic-Protect-Strategie von dem verdammten Soul-Lord kann unglaublich anstrengend sein. Ja, und Robustheit von Donphan macht das Ganze auch nicht wirklich angenehmer, denn ja, Donphan kann manchmal flinchen und dann kann man die Robustheit umgehen. Das geht aber nur zu 30%. Aber Überraschung, nachdem ich das Ganze hier eine ganze Weile ausgegrindet habe und sehr viele Versuche reingesteckt habe, hatte ich einen Try, wo ich das Soul-Lord so ein bisschen outplayen konnte. Ich habe nämlich dessen Schutzschild vorausgesehen und einfach nochmal Kraftschub eingesetzt und dann hat es sich so ein bisschen verrannt in Toxine und so und ich habe es knapp schlagen können im tiefen roten Bereich mit Vergiftung. Also für einen Bodentrainer war das schon sehr heftig mit einem Wasser-Pokémon, aber es hat zum Glück funktioniert und ich konnte dann die Liga weiterspielen. Aber das war schon ein sehr harter Start. Das nächste Top 4 Mitglied war aber dann etwas merkwürdig. Und zwar war das Poppy, ein kleines Kind, und das ist eine Stahltrainerin. Man könnte sagen, die ist ein bisschen jung für ein Top 4 Mitglied, aber scheinbar ist sie stark genug und deswegen wollte ich sie jetzt herausfordern. Und hier gab es einen ganz entscheidenden Trick. Und zwar bin ich hier jetzt auf die physische Seite gewechselt, über eine Wesensveränderung und habe wieder Fußkick gelernt. Eine Kampfattacke, die ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt hatte, aber man muss halt sagen, Stahl-Pokémon wiegen eine ganze Menge. Und damit habe ich dann Patinaraja einfach so gewonshottet und als dann ein Magnezone reinkam, bei dem ich Angst hatte vor Elektroangriffen, hat sich das in Lichtschild verrannt und wurde getwoshottet. Ich hatte also einen sehr guten Start in diesem Fight und hatte noch gar keinen Schaden genommen. Und was Quax bei diesem Fight hier dann noch geleistet hat, war wirklich erstaunlich. Es kam dann nämlich Kramor rein und das ist physisch unglaublich defensiv, ich konnte das aber two-shotten über Aqua-Durchstoß, weil es halt keine Kampfschwäche hatte. Und dann kam Bronzong rein als weiterer großer Tank und auch den konnte ich two-shotten. Und ich habe sogar durch die beiden Angriffe von Kramor und Bronzong nicht so viel Chip-Damage gefressen. Ich hatte also noch 112 KP übrig und war nach wie vor im grünen Bereich. Natürlich muss man hier dazu erwähnen, dass ich ganz klar überlevelt war an dem Punkt, aber impressive war es trotzdem für so ein kleines Basis-Pokémon. Und dann kam auch noch Grand Forgita rein mit einem gigantischen Hammer, sehr cooles Design wie ich finde und das Ding konnte mal wieder Terra kristallisieren und es konnte mir Knuddler noch ganz guten Schaden machen, weil ich den One-Shot wieder nicht hinbekommen habe. Aber gut, Quax hat diesen Kampf dann insgesamt ganz gut abschließen können und ich musste hier definitiv nicht leveln. Und ich habe nicht mal Kraftschub gebraucht oder die Terra Kristallisierung. Was mich aber dann leider so ein bisschen enttäuscht hat, war das dritte Top 4 Mitglied. Weil das war einfach wieder Aoki, der normale Arenaleiter. Man hat hier einfach einen Trainer recycelt. Keine Frage, Aoki ist ein cooler Charakter und es ist auch mein Lieblings-Arenaleiter aus der 9. Gen. Aber warum hat man sich keinen vierten Top 4 Trainer ausgedacht, der hier komplett neu ist? Das wäre in meinen Augen wirklich sehr viel cooler gewesen. Aber gut, er ist zumindest hier kein Normaltrainer mehr, sondern jetzt ein Flugtrainer und er hat natürlich wieder sein Staraptor dabei. Zusammen mit noch 4 anderen Pokémon. Und das erklärt so ein bisschen, warum er Staraptor hatte bei seiner Arena. Der Kampf an sich war jetzt aber nicht so schwierig. Er hat begonnen mit einem Tropius und das konnte ich two-shotten über Luftschnitt, weil ich war wieder auf die spezielle Seite gewechselt und ich habe sogar hier einen Flinch bekommen und dann ging es weiter mit dem Staraptor. Ja, und weil das halt Bedroher hat, wollte ich physisch hier definitiv nicht antreten und ich konnte Staraptor hier sogar one-shotten über Terra-Kristallisierung Hydro-Pumpe. Eine wirklich sehr, sehr mächtige Attacke an dem Punkt. Ja, dann ging es aber weiter mit Altaria und das resistiert halt Wasser. Man muss aber dazu sagen, Altaria ist offensiv jetzt nicht gerade so stark. Es ist eher bulky. Ich konnte mir also dort einfach Zeit lassen, ein paar Mal Luftschnitt einsetzen, so ein bisschen auf Flinches hoffen und das langsam besiegen. Und dadurch, dass die Trainer hier auch keine Tränke haben in dem Spiel, brauchte ich auch keine Angst zu haben vor einer Top-Genesung oder so. Und dann ging es weiter mit Coriogel. Und hätte ich hier nicht Terra kristallisiert, wäre ich definitiv down gegangen, weil das ist Elektroflug. Mit Terra Kristallisierung Hydropumpe allerdings habe ich den Kill hier schaffen können und dann kam noch der Flamingo rein. Und das ist ein sehr weirdes Pokémon bei Gen 9, das ist aber normalerweise Wasserkampf.
Bei dem Kampf hier kann es aber Terra kristallisieren und wird somit logischerweise Flug. Ich hatte aber noch so viele KP, dass ich dagegen noch ganz gut vorgehen konnte. Und nach einigen Runden hatte ich Aoki dann besiegt. Und ich würde sagen, für einen Flugtrainer ist er auch gar nicht mal so schwach. Der mit Abstand stärkste Trainer der Top 4 ist aber definitiv Sidious. Weil das ist jetzt ein Drachentrainer und der ist komplett übertrieben. Drachen-Pokémon können Wasserattacken natürlich resistieren, der besitzt mehrere Pseudo-Legendaries und natürlich auch mal wieder ein Terra-Kristallisierungs-Pokémon. Der Typ ist einfach sehr, sehr krass gegen Quarks aufgestellt gewesen und ich wusste zunächst mal nicht wirklich, was ich hier machen soll, um da eine Chance zu haben. Ich bin aber dann auf einen interessanten Einfall gekommen. Und zwar beginnt er hier mit Uhafnir und das spammt Superzahn für Fixschaden. Es gibt also nicht wirklich einen Sinn hier, Eboli zu tragen und ich könnte mein Item eigentlich aufgeben. Und es gibt die Flugattacke Akrobatik, die Quarks auch lernen kann, die doppelt so stark ist, wenn ich kein Item trage. Ich kann das Ganze aber noch weiter treiben. Ich kann hier auch Kraftschub setupen gegen Uhafnir und dann Erholung drücken in Tumaron-Beere, um instant aufzuwachen. Das gibt mir insgesamt mehr Zeit für Boosts und ja, wenn die Beere weg ist, dann wirkt auch Akrobatik mit doppeltem Damage ganz normal. Und dann kann man hier tatsächlich einen Sweep anleiten. Und der hat auch eigentlich prima funktioniert. Im roten Bereich konnte ich dann Uhafnir besiegen, nachdem es mich nochmal outspeedet hat. Dann konnte ich Tandrak one-shotten, da musste ich aber hoffen, nicht an Giftdorn zu sterben, weil Akrobatik natürlich Kontakt herstellt. Dann kam aber Drapfel rein und es hat natürlich sofort Schwäche, es ist also safe one-shot. Und ich konnte selbst Maxax one-hitten, obwohl das ein Pseudo-Legendary ist, der 5. Generation. Sein letztes Pokémon allerdings war ein Espinodon und das ist neu in Gen 9 und es kann ja auch Terra kristallisieren. Und leider hatte das dermaßen viel Bulk, dass ich das mit Akrobatik auf diesem Level hier nicht besiegen konnte. Ja, und da hatte ich einfach Pech gehabt. Natürlich wäre es jetzt möglich hier, auf einen perfekten Crit zu grinden, allerdings wäre das mega unwahrscheinlich und die Versuche bei Gen 9 können unheimlich lange dauern. Deswegen ist das nicht wirklich eine gute Option. Und ich bin dann auf Level 85 gegangen, um den Kill safe hinzubekommen, ohne Crit. Und das war tatsächlich ein Fehler. Mir ist nämlich aufgefallen, als ich dann schon auf Level 85 war, dass ich auch die Attacke Zugabe nutzen könnte. Eine weitere TM, die man finden kann in der Open World und die kann Quarks lernen. Und wenn ich die Attacke clever einsetzen sollte, dann kann ich Uhafnir dazu zwingen, Superzahn jede Runde zu spammen. Und dann ist es plötzlich möglich hier, deutlich mehr Boosts rauszubekommen. Denn das Schöne ist halt, Superzahn halbiert immer nur die KP. Es kann mich niemals killen. Und dementsprechend war die Taktik hier mit Akrobatik plötzlich noch deutlich wirksamer. So hätte ich definitiv auch auf Level 80 gewinnen können und deswegen war es ein bisschen schade, dass ich die Level jetzt drauf hatte. Warum das aber im Endeffekt überhaupt nicht gemattert hat und warum es tatsächlich komplett egal ist, dass ich hier Level 85 bin, dazu kommen wir gleich. Ich muss aber hier direkt dazu sagen, Zugabe hätte mir bisher im Playthrough nicht wirklich geholfen, da praktisch alle Bossgegner mit Schadensattacken rumspammen, direkt zu Beginn. Und deswegen ist Zugabe gegen die KI nur extrem nischig, aber gerade hier hat es mal funktioniert. Und das Ironische dabei ist, die Attacke konnte mir auch helfen, bei tatsächlich dem Champ-Fight. Und der Champ der Paldea-Region ist die gute Sagaria. Und ich denke, die meisten Leute haben das auch kommen sehen, weil die kommt einige Male vor, während der ganzen Arena-Story, also während dem ersten Pfad, zusammen mit Nemila und dementsprechend konnte man das predikten. Aber gut. Die hat jetzt auch mal wieder 6 Pokémon mit ausgewogenen Typen, die ist recht stark aufgestellt, aber wie gesagt, Leute, Zugabe ist auch hier verdammt praktisch. Sie beginnt nämlich mit einem Psyopatra mit der Attacke Reflektor. Und wenn ich dort sofort Zugabe drücke, kann es die ganze Zeit nur Reflektor spammen und ich bekomme unendlich viel Zeit für Kraftschübe. Natürlich, wenn ich hier ohne Kraftschub antreten würde, hätte ich keine Chance gegen sie. Die würde mich hinten raus definitiv früher oder später besiegen. Ja, aber wenn ich hier setupen sollte, dann ist es hier möglich, dermaßen stark zu werden, dass ein One-Shot gegen Psyopatra logischerweise absolut kein Problem mehr ist und so konnte ich hier einen sehr krassen Sweep einleiten. Ich meine, ihr nächstes Pokémon war zwar ein Chefrum, was mich sehr effektiv angreifen konnte und ich konnte das auch nicht one-shotten und nicht flinchen lassen, aber Holzgeweih hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Und nach 2 Hits war Chefrum besiegt. Und dann ging es weiter mit Arctilas und das ist zwar unfassbar defensiv auf der physischen Seite, speziell hält es aber fast gar nichts aus. Und dann kam Gladimperio, eine neue Entwicklung für Cesurio, die auch ziemlich stark ist, die war aber langsamer als ich.
Und dann ging es weiter mit Agilusa, einem Wasser-Pokémon, weil sich wieder nur Two-Shotten konnte. Das hat aber ähnlich wie auch schon in der Wasser-Arena ebenfalls keine so tollen Attacken gegen mich. Und das letzte Pokémon war dann ein Lumiflora, was eine Terra-Kristallisierung auf den Gesteinstyp machen kann. Das ist aber ebenfalls nicht allzu schnell und hat eine fette Wasserschwäche. Ich konnte also den Champ hier einfach so in Grund und Boden sweepen und es hätte auch prima funktioniert auf Level 80. Level 85 war dafür in keinster Weise notwendig. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich von Sagaria hier ein kleines bisschen enttäuscht bin. Für einen Champ hatte sie einfach kein so krasses Team und gerade so Pokémon wie Chevrum hätten nicht sein müssen. Der hätte man einfach coolere Sachen geben können und er wäre die wesentlich gefährlicher, generell für One-Pokémon-Runs. Ich meine, klar, ich hatte heute hier ein besonders gutes Matchup wegen Zugabe, aber ich denke auch andere Challenge-Pokémon werden da ganz gute Chancen haben. Aber gut, damit ist dieser Pfad hier auch noch nicht so ganz abgeschlossen, denn es gibt auch noch einen finalen Kampf gegen Nemila, die ebenfalls den Champ-Titel errungen hat und natürlich muss man gegen die auch nochmal antreten. Bevor ich allerdings zu dem finalen Fight gegen Nemila komme, wollte ich jetzt erst nochmal gegen den Direktor antreten, weil ich war ja jetzt mittlerweile im gehobenen 80er-Bereich und vielleicht ist das gut genug, um den Pflanzenstarter letztendlich auch zu besiegen. Zumindest dachte ich mir das. Wie schwer dieser Kampf hier aber genau werden würde, hat mich dann nochmal so ein bisschen überrascht. Wie gesagt, Kommandotarn ist bereits ziemlich anstrengend. Gena und Schmarotzer sind gefährliche Angriffe und die lassen sich nicht vernünftig auskontern. Alleine Zugabe in das Moveset zu bekommen wäre schwierig und Gena ist halt trotzdem anstrengend. Ja, was soll ich sagen? Es war jetzt durch mein Überleveltsein sehr viel konstanter möglich, auf ein solides Setup zu kommen und die ersten Kills hier ganz gut mitzunehmen. Kommandotarn konnte ich ja dann easy one-shotten, weil ich es neutral angreifen konnte. Rexblizar war jetzt one-shot durch Luftschnitt und Hundemon hat sogar eine Wasserschwäche. Wo es aber dann bedenklich wurde, war bei Gyarados. Denn das ist hier sein viertes Pokémon und das musste ich so ein bisschen abusen. Das kann mir nämlich offensiv nicht so gefährlich werden, zumal ich ja wie gesagt überlevelt war und ich konnte mich hier gegenheilen und ich wollte halt Gyarados dafür nutzen, um auf einen möglichst gesunden KP-Wert hinten beim Pflanzenstarter anzukommen. Aber es wurde dann wirklich brutal. Ich habe hier eine ganze Weile gegengestallt und ich hatte dann wirklich unglaubliches Glück. Ich habe es hier schaffen können, innerhalb von einer Erholungschain einfach zweimal Aquatail zu dodgen und Gyarados hat nur den dritten dann gegen mich gehittet. Und das war wirklich wichtig. Denn als ich Gyarados dann besiegt hatte, kam noch die Teetasse rein aus Gen 8, die natürlich One-Shot war, und dann kam der Pflanzenstarter. Und er hat selbstverständlich auch seinen OP-Pflanzenmove gepickt, der immer crittet. Und es hat mir so viel Schaden gemacht, dass ich mir wirklich keinen einzigen weiteren Aquatail von Gyarados hätte erlauben können. Und dass Aquatail zweimal misst, ist wirklich unglaublich unwahrscheinlich. Ich hätte also eigentlich hier noch deutlich höher leveln müssen, ich habe es aber irgendwie so geschafft, durch sehr, sehr viel Glück. Natürlich war aber der Direktor nicht der richtige Anführer von Team Star, das war nur eine Lüge, es war in Wirklichkeit ein kleiner Evoli-Junge, der diverse Male während der Team Star-Story immer wieder aufgetaucht ist und der nennt sich Cassiopeia. Der Name war schon die ganze Zeit bekannt, aber man wusste nicht, wer der Anführer denn jetzt ist. Ja, und gegen den musste ich jetzt auch antreten und der hat auch mal wieder 6 Pokémon, das waren aber alles nur Evolutions und deswegen war sein Team hier halt gar nicht mal so ausgewogen. Ja, und tatsächlich war das ja auch der leichteste Fight von den ganzen Late-Game-Kämpfen. Ich meine, der beginnt hier mit einem Nachtara, was halt sehr, sehr defensiv ist, keine Frage. Das ist aber offensiv keine Gefahr. Ich hatte also dort praktisch endlos Zeit, einfach Kraftschübe einzusetzen. Und ja, Nachtara hat Kulleraugen, das senkt aber nur meinen physischen Angriff. Wenn ich also speziell anfangen sollte zu sweepen, dann hat Cassiopeia hier einfach ein riesiges Problem. Man muss aber fairerweise sagen, ohne Boost und ohne Terra-Kristallisierung hätte ich hier riesige Schwierigkeiten gehabt. Denn er hat hier auch einen Blitzer und einen Fulipurba und die hätten beide Quacks sehr effektiv angreifen können. Ich meine, ausgewogene Typen hat er durchaus, nur nicht unbedingt ausgewogene Strategien. Aber gut, als ich halt die Boosts hatte, konnte ich die beiden One-Shotten und die restlichen Pokémon konnte ich dann ebenfalls sehr leicht besiegen. Flamara hat natürlich eine fette Wasserschwäche, Aquana ist zwar relativ defensiv, das kann ja aber stellenweise flinchen, wegen Luftschnitt, und dann kam später noch ein Felinara mit einer Terra-Kristallisierung, das konnte mich dann aber auch nicht aufhalten. Mundgewalt hat dann noch erstaunlich guten Schaden gemacht, aber ich bin nur im gelben Bereich gelandet.
Ich würde sagen, Cassiopeia wäre noch ein bisschen besser, wenn er vielleicht irgendwie alle Evolutions haben könnte. Aber da müsste man diesen Kampf hier irgendwie aufsplitten in zwei Kämpfe oder so, damit man das realisieren könnte. Aber naja, so wurde es von Game Freak nun mal nicht designt. Und deswegen ist dieser Pfad hier jetzt auch abgeschlossen. Und das führt mich jetzt logischerweise zum finalen Kampf gegen Nemila, den ich ja eben aufgeschoben hatte. Und das ist jetzt der Abschluss für den Arena-Pfad. Ein würdiges Finale für die Rivalin, würde ich sagen. Und wie der Kampf abgelaufen ist, das werde ich jetzt mal einblenden. Sie hat hier mal wieder begonnen mit ihrem Volverock und das konnte ich so ein bisschen für mich nutzen. Ich war an dem Punkt einfach dermaßen gut gelevelt, dass es keine große Schwierigkeit war, hier einfach Kraftschübe rauszulegen. Und Quax war auch mittlerweile erstaunlich schnell. Und das hat mir bei diesem Fight hier einfach extrem geholfen. Ich mein Volverock habe ich einfach outspeedet über die Wasserdüse, die er sowieso Prio hat, aber Pamo konnte ich jetzt einfach so über Surfer outspeeden und durch meine Boosts, durch Kraftschub und die Terra-Kristallisierung auch einfach so one-shotten. Und dann kam Dummy Miesel rein, was sie jetzt auch spielt aus irgendeinem Grund, was gegen Surfer ebenfalls nichts tun konnte und dann ging es weiter mit Schlurm, dem Metallwurm, der tatsächlich in der normalen Form deutlich kleiner ist, was das Design auch deutlich verbessert in meinen Augen. Als Herrscher wirkte das ein bisschen merkwürdig. Ja, wo es aber dann bedrohlicher wurde, war bei Viscogon. Das Ding konnte ich logischerweise über Wasserattacken nicht einfach so one-shotten und es hat ja sogar den physischen Aquadurchstoß leider knapp überleben können und dann hat es mich hier in den roten Bereich gehauen. Ich konnte es aber insgesamt two-shotten und als sie dann ganz am Ende ihren Feuerstarter eingewechselt hat, mal wieder mit Terra-Kristallisierung, war der Fight hier natürlich entschieden. Also ich muss schon sagen, es war ganz cool, dass der Direktor hier den Pflanzenstarter hatte, keine Frage, und es war auch ein schöner Schwierigkeitsmoment, aber Nemila hätte das besser gestanden. Er wäre die jetzt hier auch deutlich spannender gewesen, ja, und ich bin einfach kein Fan davon, dass die Rivalin hier nicht den guten Starter bekommt. Aber wie ihr das in Zukunft bei One Pokémon Runs haben wollt, das könnt ihr mir ja sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es gibt aber natürlich auch ein Postgame. Und es gibt speziell einen Kampf, den ich jetzt auf jeden Fall noch ansprechen möchte, denn der ist so ein bisschen das Superfinale von Pokémon Generation 9. Da muss ich aber natürlich auch ein bisschen spoilern, was die Story angeht, von daher, wenn ihr das Postgame noch nicht kennen solltet, seid jetzt vorsichtig, ich werde das alles durchsprechen und ihr seid jetzt vorgewarnt. Also was passiert denn im Postgame? Man muss tatsächlich dort den Schlund von Paldea erforschen und das ist das Zentrum der Region, wo man bisher noch nicht hin konnte. Und man erforscht dieses Gebiet zusammen mit Pepper, Nemila und Cassiopeia. Und wenn man dort ist, wird man konfrontiert mit der Professorin der Region, die Mutter von Pepper, die bereits in der Story angeschnitten wurde, die aber bisher nicht so oft vorkam. Und man muss dann 4 Observatorien aktivieren und langsam immer tiefer in den Schlund laufen und erfährt früher oder später, dass es eine Zeitmaschine gibt, die Pokémon aus der Vergangenheit in Kamezin in die Gegenwart holt. In Pokémon Purpur wären es logischerweise Zukunftsformen. Und diese Zeitmaschine muss man unbedingt deaktivieren, weil die Pokémon logischerweise nicht in die Gegenwart gehören. Ja, und wenn man ganz unten ankommt im Schlund von Paldea, dann erfährt man früher oder später, dass die Professorin gar nicht mehr lebt. Die Mutter von Pepper ist gestorben und das, was man dachte, was die Professorin wäre, ist nur ein Roboter. Und um die Zeitmaschine letztendlich auszuschalten, muss man an diesem Roboter vorbei. Denn in dem Moment, wo man die Zeitmaschine deaktivieren möchte, schaltet sich ein Schutzmechanismus ein von der Zeitmaschine und das ist dieser Roboter und er kämpft dann gegen den Protagonisten mit allen Vergangenheits-Pokémon, die das Spiel so zu bieten hat. Die hat also ein komplettes Überteam und ist hier der ultimative Boss. Und wie dieser Kampf hier gelaufen ist, das werde ich jetzt mal durchsprechen. Ich habe hier zunächst mal versucht, fair anzutreten, aber das ist einfach komplett hoffnungslos. Die beginnt hier sofort mit Kriechflügel, dem Vergangenheits-Ramot, und das konnte ich zwar besiegen über Luftschnitt und Surfer ohne große Schwierigkeiten, ich wurde aber bereits ein bisschen vorgeschwächt. Und dann kam früher oder später Flatterhaar rein, das Vergangenheits-Traunfugil, und das hat extrem viel Init und auch die Attacke Donnerblitz, die nicht mal missen kann. Die trifft hier mein Quax einfach sehr effektiv und zerreißt mich in der Luft. Und ich konnte Flatterhaar nicht mal one-shotten über Hydropumpe. Und es würden noch 4 weitere Pokémon danach folgen, die mich auch stellenweise sehr effektiv zerstören können. Mir war also klar, ich werde so nicht gewinnen können. Da ich aber auf gar keinen Fall auf Level 100 gehen wollte, ist dann wohl der ekelhafteste Kampf ausgebrochen aus dem gesamten Playthrough.
Ihr müsst nämlich wissen, man kann Kriechflügel hier so ein bisschen exploiten. Ich meine, das Ding greift physisch an. Ich kann hier theoretisch wieder Heuler spammen und damit Erholung und Kraftschub sehr, sehr mächtig werden. Der Haken ist nur, ich habe dann nur noch Platz für einen weiteren Move und ich werde ja nicht schneller durch mein Setup. Ich war also gezwungen, hier auf Wasserdüse zu gehen, damit ich gegen Flatterhaar und Co. auch wirklich eine Chance habe. Das Blöde ist nur, Kriechflügel hat die Attacke Anfallen und das ist eine Käferattacke, die meinen physischen Angriff senkt. Ich musste hier also praktisch die gesamten AP von Kriechflügel ausstallen, was Anfallen angeht. Das Ganze hat eine Ewigkeit gedauert und man muss dazu sagen, dass Erholung hier auch stark genervt wurde in G9. Es hat nur noch 5 AP. Das heißt, das Ganze wurde ein bisschen bedrohlich und es gab auch die ganze Zeit die Möglichkeit, dass Kriechflügel crittet, an den ganzen Decreases vorbei. Es war ein sehr, sehr langes Hin und Her, aber ich habe es tatsächlich nach einer Ewigkeit schaffen können, plus 6 mit Quax zu erreichen. Und dann konnte das Beep hier tatsächlich losgehen. Und zunächst mal denkt man jetzt, alles klar, der Run ist jetzt gewonnen, oder? Ich mein, Flatterhaar ist jetzt One-Shot über Wasserdüse und es wird Donnerblitz nicht mehr rausbekommen. Und danach kam dann Sandfell, das neue Magnetron, und das hat sogar Wasserschwäche, es kann mir also wirklich gar nichts entgegensetzen. Das Problem ist aber, sie hat auch unter anderem Wutpilz, und das ist das neue Hutsasa, und das ist leider Typ Pflanze. Und wenn das hier Quax sehr effektiv angreifen sollte, hat man praktisch sofort verloren, weil es hinten raus noch mehr Probleme gibt. In meinem Fall allerdings hat sich das Ding nur für Gegenstoß entschieden, weil ich nicht in Kill-Range war und ich konnte Wutpilz hier knapp two-shotten, wobei das auch wieder gar nicht mal so eindeutig war. Ja, und nachdem ich dann auch noch das Brüllschweif besiegt hatte, also das neue Pummeluff, kam es im großen Finale gegen das letzte Pokémon im Run. Und das ist tatsächlich Donnersichel. Ein mächtiges Vergangenheitsbrutalander, also ein Pseudo-Legendary in seiner neuen Form auf Level 67 mit Wasserresist. Das Ding konnte allerdings nur Drachenklaue gegen mich machen und mich damit nicht vollständig besiegen, weil Lutsasa mir nicht so viel Schaden gemacht hatte und ich konnte Donnersichel dann two-shotten, um diesen Fight hier abzuschließen. Ich muss aber schon sagen, dieses Finale hier, das ist auf jeden Fall ganz cool gemacht. Die Story hier ist deutlich erwachsener als normalerweise bei Pokémon, was ich prima finde. Es ist halt nur sehr schade, dass das sehr spät im Spiel ist. Es ist aber auch noch nicht ganz vorbei, weil tatsächlich eskaliert der Roboter dann erneut und da muss man tatsächlich gegen ihr Koraidon kämpfen, mit dem eigenen Koraidon, was man hat. Das ist allerdings ein ziemlich gescripteter Kampf, den man nicht verlieren kann und dort kann das eigene Koraidon dann tatsächlich auch Terra kristallisieren. Ja, und wenn man dann gescriptet gewonnen hat, wie gesagt, man kann dort nicht verlieren, dann ist die Story abgeschlossen. Man schafft es, die Zeitmaschine zu deaktivieren und es gibt praktisch ein Happy End. Aber wie gesagt, die Mutter von Pepper ist an der Stelle hier tot und das ist ein bisschen traurig. Aber gut, eure Meinung zu dem Run hier, gerne in die Kommentare. Ich weiß, es war ein langes Video, aber es hat Spaß gemacht, das Ganze zu produzieren. Ich werde natürlich in G9 auch noch diverse andere Sachen ausprobieren, denn auch wenn es natürlich Probleme hat, das Spiel, keine Frage, vor allem was die technische Umsetzung angeht, bietet es zumindest Potenzial für Challenge Runs, allein schon durch die offene Welt. Aber gut, welche Pokémon ich mal runnen soll oder was ich hier probieren soll, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Folgt mir auch sehr gerne auf Twitch, wo ich diese Runs hier regelmäßig live erspiele. Dieser hier wurde auch live erspielt. Und da würde ich sagen, Freunde, sehen wir uns dort. Und ihr könnt auch sehr gerne hier ein Abo dalassen. Das würde mich sehr unterstützen. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.